Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum Plankenschnack. Ausgabe. Wow. 77, glaube ich, oder? 75. Du hast letztens falsch nummeriert. Wir müssen in 77 sein. Habe ich falsch nummeriert? Ich glaube schon. Wir sind, glaube ich, in 77. Sind wir in 77? Pat, ihr wisst das. Sind wir in 77? Wir müssen in 77 sein. Ich überprüfe das jetzt nochmal. Überprüfen Sie das, Sherlock. Ich glaube, wir sind in 77. Heute ist Spoiler Alert und wir sind durch in dem Sommerloch. Es kommen endlich wieder Spiele raus. Schon wieder zu viele. Es kommen wieder zu viele raus. Das heißt, wir werden heute nicht über Blödsinn reden. Harte Fakten. Games. Harte Fakten. Nur Games. Heute wird eins nach dem anderen aufgezählt. Babuts, 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 Babuts. 42 sind wir sogar. In Folge 42. Aha. Was? 42? Ja. Das klingt auf jeden Fall solide. Wie waren denn eure letzten zwei Wochen, ihr Banausen? Sali, du bist kein Banause, du bist eine Banausin, du fängst an. Ah, schön. Ich habe, ja, wie fast jeder, war ich auf der Gamescom. Da das aber später noch Thema wird, lasse ich das mal aus und erzähle, was ich gezockt habe. Ich als Hardcore-Consolero spiele gerade und streame gerade vom PC. Also so richtig. Was? Ja. Was ist da kaputt? Die PlayStation explodiert. Nein, aber ich glaube, sie weint schon. Ich glaube, so lange war meine PlayStation noch nie in Pause. Jetzt noch wegen der Gamescom dazwischen, aber ich spiele gerade eigentlich nur noch Two Point Hospital und Graveyard Keeper. Diese beiden Spiele haben es mir so angetan und sie sind so toll. Gerade Graveyard Keeper ist, ich weiß nicht, ich habe über 40, also ich gehe auf die 50 Stunden zu und es ist so, oh, und die Zeit geht so schnell um. Und zack, sitzt du wieder 12 Stunden vor dem Spiel und denkst dir so, oh, jetzt langsam auch mal ausmachen, ne? Oder kannst auch noch eine Stunde spielen oder zwei oder weiß nicht wie viele. Das ist eigentlich gerade so mein Hauptbestandteil, die beiden Sachen. Ein bisschen Sims 4 noch. Ja. Das mache ich so. Grippe von der Gamescom mitgebracht. Das war's. Es ist der 75. Ich habe nochmal nachgeschaut. Im Archiv? Ja. Es ist verwirrend, aber es ist der 75. Mir fällt gerade ein, dass die letzte Folge gar nicht bei SoundCloud gelandet ist, oder? Aha. Das hat ja auch keiner aufgenommen. Oh oh, ja, dann müssen wir das wohl noch nachreichen, was? Aber es hat sich auch keiner beschwert, scheinbar hört das keiner dort. Ja, offensichtlich. Nun. Debbie, wie waren denn deine zwei Wochen ohne Gamescom, Gigi? Kacke, Wahnsinn. Tatsächlich. Ist schön, wenn man auf die Gamescom eigentlich möchte, aber nicht da ist und dann noch auf Twitter die ganze Zeit halt sieht, wie viel Spaß alle haben. War sehr angenehm. Ach, das waren nur Fake-Bilder, wir hatten gar keinen Spaß. Ja, das stimmt. Es ist ja auch so. Man ist immer da und denkt sich, oh, was ein Kack, ey, warum ist es bald vorbei? Oh, Foto, ich hab so viel Spaß. So läuft das immer. Ich weiß es ganz genau. Das habe ich mir zumindest die ganze Zeit eingeredet, als ich die Fotos gesehen habe. Ansonsten war es schön. Was hast du denn gespielt? WoW, Elite Dangerous, Ich habe jetzt angefangen, ein bisschen abends zu streamen. Also ich habe jetzt einen Abendstream gemacht, aber werde das jetzt häufiger machen, damit ich wieder ein paar mehr Streams reinbekomme, weil momentan ist es echt rar gesät bei mir und das finde ich ein bisschen schade. Deswegen kann ich jetzt tagsüber arbeiten und abends streamen. Werde ich diese Woche auf jeden Fall häufiger machen. Ich weiß nur noch nicht was. Aber jetzt kommen ja im September, werden wir gleich noch erfahren, ein paar Spiele raus und da freue ich mich auf jeden Fall schon mal drauf. Auf ein paar Sachen, die da rauskommen. Da wird die PlayStation auf jeden Fall ein bisschen wieder, bei mir zumindest, häufiger genutzt werden. Also ich sehe die ganzen Spiele jetzt gerade bei den anderen, ne? Graveyard Keeper und Two Point Hospital und so, die normalerweise mich auch ansprechen würden, aber momentan ist so, ich weiß nicht. Nicht so. Also WoW habe ich jetzt durchgespielt. Ah, ja. Wie hast du das geschafft? Nein, nicht ganz. Aber mehr oder weniger. Da kommt ja jetzt erst am 5. der Patch mit dem neuen Raid. Ich
habe halt nichts mehr zu tun, so richtig, außer halt, weiß ich nicht, guck mir momentan in WoW alte Raids an. Lauf durch Warlords of Draenor Raids alleine und besieg alle Bosse mit 2 Schlägen, weil das mittlerweile möglich ist. Weil ich halt jetzt mittlerweile, ich könnte jetzt alles immer und immer wieder machen und hoffen, dass ich bessere Ausrüstung bekomme, aber es ist nie so mein Spiel gewesen da drin, von daher. Ja, abwarten, was am 5. September rauskommt. In WoW zumindest, wenn der Patch oder wenn die Raids offen gemacht werden. Ansonsten, ja, habe ich nicht viel gemacht. Und ihr so? Ja, Gamescom war ich. War schön, reden wir gleich nochmal ein bisschen drüber, war aber auch anstrengend. Danach habe ich jetzt eine Woche ein bisschen Erholung und Urlaub gemacht, den ich mal brauchte, um erstmal runterzukommen. Ich habe viele kleine Spiele gespielt, mehr oder minder, wenn man so will, angezockt. Ich habe mir Shazam angeguckt, falls man das so ausspricht, spricht man das so aus. Shazam, dieses Indie-Metroidvania-Ding, was auf die PlayStation bzw. Steam rausgekommen ist, habe ich gespielt, fand ich ziemlich nice. Wie wird denn das geschrieben? Chasm. 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 Also wie, ja, whatever. Auf jeden Fall, das habe ich gespielt, das fand ich ziemlich nice. Dead Cells habe ich gespielt, als es jetzt auf die PS4 rausgekommen ist aus dem Early Access. Das fand ich halt sehr nice. Das kann ich nur nicht sehr lange spielen, weil es halt diese Roguelite-Komponenten hat. Irgendwann will ich das einfach. Und dann ärgere ich mich über mich, weil ich wieder nicht spielen kann. Dann muss ich das Spiel halt ausmachen, aber prinzipiell auch ein sehr, sehr geiles Spiel, wo halt für mich die Roguelite-Formel an sich funktioniert. Man merkt schon, dass man besser wird, aber in meinem Alter dauert es immer länger mit dem Besserwerden. Von daher ja auch eher so ein Lückenfüller bei mir. Dann habe ich dasselbe gespielt wie Sully, was ich sehr, sehr geil finde. Ich habe vorher Stardew Valley oder so nie gespielt. Graveyard Keeper ist so das erste Spiel in die Richtung und ich versenke da auch so. Ja, eigentlich wollte ich ja dann schon irgendwie pennen. Das war vor 2 Stunden. Fuck, ich wollte jetzt nur noch ganz kurz die Leiche verbuddeln, ich muss beten, eine Predigt halten. Oh Gott. Ich habe keine Karotten mehr, ich muss Samen kaufen. Verdammt, lass mich mal. Ja, Graveyard Keeper. Also von daher, sehr, sehr cooles Spiel. Kann man echt viel Zeit versenken. Spiele ich im Moment auch, habe ja auch ein bisschen gestreamt. Werde ich wahrscheinlich auch nächste Woche nochmal ein bisschen rein streamen, weil ich es auch eben in meinem Urlaub privat gespielt habe. Und es ist ein cooles Game. Der eine oder andere Bug ist leider noch drin, aber ich hoffe, dass sie das in Zukunft irgendwie rauspatchen. Ist halt ein kleines Indie-Game. Dann hatte ich eine Enttäuschung mehr oder minder des Jahres, wenn ich dazu sagen darf, worauf ich mich sehr gefreut habe, was aber für mich gefloppt ist, Death's Gambit, das Dark Souls 2D Metroidvania-Ding. Ja, vielleicht hatte ich zu hohe Erwartungen. Ich habe es halt im Stream 3 Abende gespielt und die Freude und der Frust haben sich mehr oder minder die Klinke in die Hand gegeben, weil die Steuerung war für mich irgendwie super schwammig und Stamina-Management aus der Hölle, der Balken war permanent leer, du konntest irgendwie nichts machen, irgendwie sehr, sehr clunky, sehr, sehr wonky. Ich habe es dann nicht durchgespielt, viele Leute, oder was heißt viele, einer meiner Moderatoren wollte sich durchzwingen, ist bis zum Endboss gekommen und sagte, der wäre halt nicht schaffbar, weil, und er ist echt ein guter Spieler, und hat es dann geragequittet und deinstalliert, soweit bin ich gar nicht gekommen, also Death's Gambit scheint da irgendwie am Ende wohl doch gerusht worden zu sein, nachdem sie es ja eigentlich verschoben haben. Es sollte ja letztes Jahr kommen, kam dann erst dieses Jahr. Also ist mit Vorsicht zu genießen. Ich habe es jetzt erstmal abgebrochen oder pausiert. Die PlayStation-Version hing sowieso patchtechnisch zu Release vom PC halt hinterher. PC war weiter gepatcht und wohl mehr Bugfixing und Polished als die PS4-Version, was sowieso schon irgendwie kacke ist. Aber auf der PS4 dauert es wohl. Und was mich halt eben von Anfang an nur gewundert hat, damals so die ersten Gameplay-Trailer, hattest du überall so einen Haken, womit du halt dich irgendwo dranhängen konntest. War in jedem Video drin, solange wie ich gespielt habe und wie der Moderator von mir gespielt hat, es gibt diesen Haken anscheinend nicht mehr. Das heißt, das Feature haben sie komplett halt rausgecuttet. Also von daher ist der Schere zum Opfer gefallen. Ich glaube, das gab irgendwann Geldprobleme und sie mussten releasen. Und naja, das war für mich so ein bisschen die Enttäuschung des Jahres. Two Point Hospital habe ich mittlerweile, gibt es bei mir dann nächste Woche, gucke ich mal rein, weil habe ich auch noch nicht reingeguckt. Wie das Wochenende war ich auch beschäftigt. Das kam jetzt erst letzte Woche Freitag raus, glaube ich, ne? Ja, da war ich halt noch nicht fähig zu gucken. Das kommt dann nächste Woche, weil Steam Hospital habe ich damals gerne gespielt. Steam Park habe ich gerne gespielt. Ergo gucke ich auch mal in Two Point Hospital rein. Das ist so das, was ich gemacht habe. Also viele kleine Sachen. Achso, doch, und State of Mind habe ich durchgespielt. Das fand ich gut. Das war von denen, glaube ich, von den genannten mit das Beste. Das neue, ich nenne es mal, narrative Erlebnis von Dedelic, weil Point and Click würde ich es jetzt nicht nennen, weil es tatsächlich kein Point and Click in dem Sinne ist. Es geht mehr so in die Richtung von Quantic Dream, also sowas wie Beyond oder Detroit oder Telltale Games, du spielst halt eben eine Story, machst halt eben so ein bisschen Interaktion, aber es ist jetzt nicht großartig Rätsel lösen oder so. Mir hat die Story gefallen, von daher kann ich sagen, mir hat das Spiel gefallen. Steht und fällt mit der Story, wenn man halt so Blade Runner Style oder Detroit Style Geschichten mag,
wo es um künstliche Intelligenzen und Androiden geht, wie die Menschen darauf reagieren, wie die Androiden sich entwickeln. Hut ab, Daedalic, ich habe das Spiel gemocht. Also von daher Empfehlung für das Spiel, wer so hat, mag, geht raus. Ja, das waren so meine letzten Wochen. Das durfte ich mir anschauen. State of Mind. Genau, State of Mind. Das durfte ich mir in der Indie-Arena durfte ich mir das anschauen mit Daedalic zusammen. Und normalerweise tue ich mich ein bisschen schwer mit diesen, ne, wenn es eben rein Story ist. Detroit hatte mich da jetzt absolut abgeholt. Heavy Rain damals, einmal spielen, hatte mir dann gereicht. Und das andere mit dem Mädchen und dem, da, nee. Aber das war sehr spannend, was ich bis dahin gesehen habe. Und da bin ich auch noch am Schauen. Das werde ich mir auch mal. Und gibt es tatsächlich auch zeitgleich jetzt auch für die Konsole, also für die PS4. Weil Daedalic war ja sonst etwas langsamer, was den Konsolenport angeht, aber das ist direkt halt zeitgleich eben auch auf der PS4 erschienen. Ich selbst habe es eben für den PC bekommen, habe es eben vom PC gestreamt. Ich glaube, du würdest 2 oder 3 Durchgänge für Platin brauchen. Falls es dich dann interessiert, das kann ich schon mal so vorwegnehmen. Weil eben auch verschiedene Entscheidungen, verschiedene Enden. Fand ich aber sehr spannend. Ja, wie gesagt, also mich hat es abgeholt. Das war so von den genannten Games, wo ich, das hatte ich so gar nicht so auf dem Zettel. Und ich habe es mir halt eben angeguckt, weil dieser Low-Polygon-Style, gerade mit so einem Adventure, den hat es halt eben noch nicht so oft. Und die Story halt an sich so, ne, spielt halt irgendwie 2048 in Berlin. Sowas mag ich halt prinzipiell ganz gerne. Und deswegen ging das Game halt eben bei mir auch ganz gut. Und das habe ich sehr genossen. Aber fertig. Dizzy. Was haben Sie denn gemacht? Gamescom, Scum, Graveyard Keeper. Ich glaube, mehr habe ich gar nicht gespielt. Doch, Dead Cells. Ich kann auf diese Frage immer noch nicht antworten. Ich merke mir das nicht. Ich mache so viele Dinge, dass ich das... Also letzte Woche habe ich Scum gespielt und Graveyard. Chat, könnt ihr mir helfen? Ihr müsst mir helfen, wie jeden Sonntag. Und dann gleichzeitig könnt ihr noch sagen, was ihr gezockt habt, weil das ist ja für uns auch interessant. Aber ich glaube, diese Woche habe ich Scum gespielt. Wann haben wir denn da angefangen? Mittwoch? Ich glaube, Mittwoch haben wir Scum gespielt. Dann Graveyard Keeper 2 Tage. Ja, und dann war Gamescom. Ja, ne, okay, ich habe alles zusammengekriegt diese Woche. Es war nicht so viel. Aber ansonsten war nichts weiter los, ne. Außer die Gamescom, worüber Slappy nichts sagen kann. Aber die Gamescom war dieses Jahr echt großartig, muss ich sagen. Also ich weiß, dass irgendwer von Fortnite Stand gekackt hat. Das habe ich mitbekommen. Was ja, 11 von 10, beste Gamescom ever. Man ist sich da auch immer noch nicht so sicher, ob das wirklich stimmt. Ach, ich glaube, wir wurden alle gememt. Gamescom-Legenden, ich finde es großartig. Stammt doch bestimmt von Filmern. Ich bin fast der Meinung, dass das nicht stimmt. Ich habe Bilder gesehen, aber ob die jetzt auch stimmen, weiß ich auch nicht. Du hast Bilder gesehen? Aber nur mal von der Theorie. Wenn man sich wirklich irgendwo anstellt, was ja dann auf der Gamescom mittlerweile so zwischen 2 bis 4 Stunden dauern kann. Und nehmen wir mal an, du stehst schon so 90 Minuten und musst dann wirklich mal kacken. Gehst du aus der Schlange raus und stellst dich wieder an oder kackst du in eine Tüte? Ich verstehe nicht, wie das funktionieren soll. Es sind zigtausend Leute da, du kannst doch nicht unbeobachtet deine Hose so weit runterziehen, um in eine Tüte zu kacken. Es ist nicht möglich. Falls das überhaupt passiert sein sollte, dann hatte jemand die Tüte schon mit dabei und also hatte das so vor. So. Wenn du 14 bist und aussiehst wie ein Lauch, kannst du wahrscheinlich in einer großen Menge kacken. Ganz sicher nicht. Ja, aber 100%. Niemals. Ah, das sieht doch so aus, als wenn du dich da hinsetzt. Die Leute stehen doch vor dir und hinter dir, die kriegen doch mit, dass du kackst. Wenn er halt einen entspannten Gesichtsausdruck dabei hat. Du musst ja auch noch die Tüte hinten an deinen Arsch ranhalten und dann. Nee, nehmen wir mal an, er war nicht alleine. Die waren zu zweit. Gar nicht. Oh, nee. Naja, es gab doch diese Kartons von Samsung zum Sitzen. Dann machst du den einfach um dich rum und der andere stellt sich noch davor und hält das fest oder assistiert dir. Die Kartons waren so groß. Naja, dann legst du eine Tüte rein. Hat zur Hälfte draufgepasst, okay? Aber es passt also drumherum passt da gar nichts. Es würde aber so passen, dass du genau reinfallen kannst. Mit der Wurst. Okay, wenn du das... Ja, okay. Also wenn du Beinmuskulatur hast, natürlich, und da schnell das Ding hinten rausschiebst, gleichzeitig müsstest du aber Du müsstest mit beiden Händen die Tüte aufhalten. Warum? Also, die Tüte ist doch innen drin offen. Schon eingehangen. Ja, vielleicht.
Du bist nicht kreativ genug für solche Sachen. Also ich würde fast sagen, das ist super easy, in einer riesigen Menge in den Haufen zu legen. Doch. Niemals. Doch. Das kriegt man mit. Doch. Bin ich der feste Überzeugung. Bin ich der feste Überzeugung? Ich nicht. Es war auf jeden Fall bestes Marketing EU, weil die haben sogar den besten Stand gekriegt dieses Jahr. War riesig. Der Stamm? Mhm. Habe ich gar nicht gesehen. Mit Seilbahn und... Genau. Also das, finde ich, hat er auch zurecht bekommen, weil andere Stände und andere Hallen waren... Dieses Jahr fand ich generisch. Halt eben Stände mit Pappwand, wo irgendwo Logo von Spiel dran war. Und Fortnite hatte halt eben, wie du schon gesagt hast, diese Rutsche oder diese Seilbahn. Das heißt, die haben sich halt eben schon ein bisschen mehr Mühe gegeben, wo man halt sagt, das sieht nach was aus und nicht nur einfach nach Messepappstand. Also von daher, das kann ich schon verstehen, dass die da den Award Best Stand Gamescom 2018 gewonnen haben. Ich hab keine Hallen gesehen, ehrlich gesagt. Mir nichts angeguckt dieses Jahr. Wieder am letzten Tag habe ich meine Runde gemacht. Habt ihr das auch so wahrgenommen, dass Mittwoch und Donnerstag die schlimmsten Tage waren? Also waren für mich, es war mega voll. Und Freitag und Samstag, wo alle gesagt haben, oh mein Gott, war es eigentlich ziemlich entspannt. Man konnte gut durchkommen. Mhm. Es war viel angenehmer. Also. Und die Uhrzeiten haben sich geändert. Tatsächlich, Geheimtipp, so die letzten Jahre war ja immer, komm sehr früh. Dann 18 hast du noch, Uhr. Ja, genau die Erfahrung habe ich auch gemacht. Die haben mittlerweile so viele diese Early-Bird-Tickets verkauft. Ich wollte nämlich einen Tag wirklich richtig früh hin, stand dann um 9 Uhr am Stand und da war schon 3 Stunden Warteschlange. Wo ich mir dachte, okay, wo kommen die ganzen Menschen her? Und es war halt eben ganz normaler Tag. Und gegen Abend ging es dann. Morgens ist das neue Abend. 18 Uhr, super. Also es ist so leer geworden, dass man richtig schön laufen konnte. Und also es war sehr angenehm. Ab 18 Uhr. Macht ihr nicht um 18 Uhr schon Schluss? Nee, um 20 Uhr. 20. Also bei Alternate war es morgens um 8:30 okay ist und um 20 Uhr auch. Und dazwischen, keine Ahnung, hab nichts gesehen. War beschäftigt mit Stream. Ich habe davon dieses Jahr echt nichts mitgekriegt. Und alle gesund? Ich habe nichts mitgenommen. Ich habe alles mitgenommen. Ich habe mich bisschen, schon dort bisschen mitgenommen. Schon dort krank gefühlt, inzwischen nur noch so eine Profist gegeben, weil ich mich nicht so gut gefühlt habe. Und als ich dann nach Hause gekommen habe, habe ich gedacht, okay, es geht. Geht, wir waren zu Hause, der Körper so, kein Gamescom mehr. Boom. Das komplette Programm. Ich glaube, ich habe eine kleine Mandelentzündung. Also. Ja, ich bin froh, dass ich, wie gesagt, die Woche jetzt danach, also letzte Woche noch freigenommen habe, weil ich mich dann eben auspennen konnte und wirklich einfach nur gammeln und chillen konnte. Was mich mehr oder minder gekillt hat, die ersten Tage war halt 30 Grad plus und bums heiß und ich hatte keine dicken Sachen dabei. Und es hat sich dann die letzten beiden Tage extrem abgekühlt, so 17 Grad und es war richtig kalt. Und dann gehst du halt mit kurzer Hose und T-Shirt halt durch die Gegend und ja, ich hatte so eine leichte Anflug von Erkältung, wo ich mich so ein bisschen grippig gefühlt habe, aber es könnte auch daran liegen, wir hatten halt eine Airbnb-Wohnung, ich bin allergisch gegen Federn und ich habe halt in Daunenbetten geschlafen, da lagen so irgendwie gefühlt 5, 6 Kissen und Betten und ich bin morgens aufgewacht und habe mich da auch schon fiebrig gefühlt, eben aus Allergiegründen und ja, aber ich hoffe, das kommt jetzt nicht raus und ist größtenteils weg, von daher kann ich nicht klagen, also mich hat es nicht voll erwischt. Etherizin. Ja, die nehme ich schon, das ganze also. Jahr. Habe ich auch mal gemacht. Ich schlafe halt zu Hause in Allergiker-Bettwäsche und ja, habe ich halt nicht dran gedacht. Wie halt normalerweise, wenn du ins Hotel gehst, da ist es mittlerweile schon alles allergikerfreundlich, aber gut, Airbnb ist halt Privatwohnung und da war halt eben Federn Deluxe. Ja. Stille. Soll ich da nochmal von meiner Gamescom erzählen? Jetzt. Weil ich habe ein bisschen was gespielt. Ich kann nicht viel von meiner Gamescom erzählen. Warum nicht, Slabby? Entschuldigung. Ich habe gerade überlegt, ob ich vielen Leuten die Hand gegeben habe dieses Jahr. Du hast immer nur Raffle gerufen, habe ich gehört. Was? Du hast immer nur Raffle gerufen. Nee, das stimmt. Das war eine Lüge. Also. Aber ich glaube, dieses Jahr habe ich mehr mit dem Ellbogen Leute begrüßt als je zuvor. Das fand ich sehr cool. Hatte so ein bisschen Stil. Man hat sich nur noch so, zack, nicht mal mehr die Faust, sondern nur noch, hup. Das war gut. Umarmungen sind ja dieses Jahr auch sehr dünn gewesen bei mir.
habe die ganzen kranken Streamer alle nicht umarmt. Die bin ich immer schön umschifft. So, die sind krank. Nee. Oh, ja, tatsächlich, ich muss sagen, Hände an sich gegeben, nicht viel. Ich habe nur umarmt. Alle nur umarmt. Tatsächlich so, nö, direkt in den Arm genommen. Das habe ich wenig gemacht, glaube ich. Nee, das habe ich wirklich wenig gemacht. Also ich glaube, bei Yaki war das so. Yaki wollte unbedingt, die hat schon so traurig geguckt, die musste ich dann irgendwie umarmen, glaube ich. Also, ging nicht anders. Aber ansonsten glaube ich nicht so viel. Deswegen bin ich bestimmt auch nicht krank geworden. Aber ich hatte davor ja auch eine Woche Alpenluft, nicht wahr? Bei der IRL-Tour. Das kommt ja auch noch dazu. No. Alpenluft? Wo wart ihr jetzt eigentlich? Genau. Wir sind nicht mitbekommen. Wir sind nach Karlsruhe in die Schweiz rein, ins Allgäu, Würzburg und dann wieder zurück in Pott. Ach, also doch nicht Spanien. Was? Ich dachte, ihr wolltet nach Spanien. Kommst du denn nach Spanien? Weiß ich nicht, irgendwo stand mal Spanien. Wieso, weil wir den Tweet rausgehauen haben, welche Stromadapter braucht man in Spanien? Nee, irgendwo stand Spanien in eurem Chat oder so. Oder ich weiß es nicht mehr. Ich hatte irgendwie Spanien mitbekommen. Ja, du bist auch auf alles reingefallen, was wir erzählt haben wahrscheinlich. Nee, ich habe euch nicht richtig zugehört. Ich habe dann euch die ganze Zeit nur hinten nebenan liegen, laufen gelassen. Ja, wir haben viele Orte haben wir besucht auf der IRL-Tour. Ja. Kroatien waren wir auch. Bulgarien, Russland haben wir besucht. Polen. Hat er sich nur so eingebrannt. Ja, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Ich habe Cyberpunk hab ich gesehen dieses Jahr. Es wäre jetzt irgendwas Besonderes gewesen, hättet ihr das nicht alle schon gesehen. Aber es ist trotzdem... Es ist immer noch besonders, ja, weil das hat nicht jeder. Ihr habt zwar das Gameplay gesehen, aber ihr habt nicht diese Figur. Die Pixel. Ich glaube, ich sehe einen Schlüppi. Es ist ein Schlüppi. Okay. Ich habe sie noch nicht ausgepackt. Ich denke auch, also ich meine, ich könnte sie für den Plankenschlag auspacken. Weißt du, woher sie ist? Wie, woher sie ist? Woher sie ist? Ja, aus Cyberpunk. Ja. Sie war im allerersten Trailer, der schon vor drei Jahren von Cyberpunk gezeigt worden ist. Da ist sie. Okay, Chat. Nur für euch, weil ich euch so gern habe. Und auch nur im Plankenschnack. Ich habe die nicht mal in meinem eigenen Stream ausgepackt, okay? Das ist nur für euch. Zeig. Mir extra für den Dankenschnack habe ich mir das aufgehoben. Für den Spoiler-Alert. Hier. Hübsch. So. Aber ihr habt ja das Gameplay schon gesehen. Das Wichtigste, das Ganze, also das Wichtigste habt ihr ja gesehen. Das unwichtige Zeug behalte ich für mich, ne? Also ich muss sagen, ich bin sehr scharf auf Cyberpunk. Ich meine nicht, dass ich es vorher nicht schon war, aber ich bin es immer noch. So, jetzt ist der Wert gedroppt. Jetzt kann man das nicht mehr bei eBay für 400 Euro verkaufen. Nur noch für 350. Ja, nur noch für 350. Oh, ich muss sagen, also vorher war ich neutral, weil man halt eben noch nichts gesehen hat. Großartig, aber nach den 48 Minuten, die man dann halt eben gesehen hat, holy moly, habe ich Bock auf das Game. Ich mag das Setting, habe ich ja gerade schon bei State of Mind gesagt, so ein bisschen Zukunft, Blade Runner, fünfte Element. Das Ganze halt eben First Person, allerdings nicht so ein richtiger Shooter, sondern mit RPG-Elementen, hat mich so ein bisschen an Deus Ex erinnert, aber mit weniger Stealth-Elementen. War geil. Also, wenn es rauskommt, möchte ich spielen. Wie gesagt, ich hätte vermutet, ich weiß nicht, ob das jetzt nur ein PR-Gag war, weil sie haben danach ja einen direkten Statement abgegeben, es wird zeitgleich optimiert für PC, PlayStation 4 und Xbox. Da haben sie aber explizit PlayStation 4 genannt, weil ich hätte sonst fast getippt, es wäre vielleicht sogar schon ein PlayStation 5-Titel oder so. Oder vielleicht gibt es den dann für PlayStation 4 und PlayStation 5 oder so. Ja, habe ich aber extrem Bock drauf. Wenn das Ding rauskommt, werde ich auf jeden Fall spielen und
Die 48 Minuten habe ich sehr genossen, muss ich sagen, von dem Gameplay, was man halt so gesehen hat, wie viele Herangehensweisen es anscheinend gibt, eine Quest zu lösen, mit welchen Waffen du halt spielen kannst nachher, als sie eben den Charakter halt freigeschaltet haben mit den Blades und war ziemlich geil. Yep. Aber man muss auch dazu sagen, sie haben gesagt, das ist nur eine grobe Sicht auf das Spiel. Und da wird sich noch einiges verändern. Ja, klar. Also, es gab halt eben noch kein Playtesting und die HUD-Elemente. Klar, das haben sie ja mehrfach halt gesagt und betont. Deswegen wollten sie es ja ursprünglich nur kontrolliert der Presse zeigen, weil die das eher verstehen als jetzt, sage ich mal, die normale Crowd, die dann irgendwann wie bei Ubisoft schreit, ja, Downgrade-Skandal, hast du nicht gesehen. Habt ihr das mitbekommen mit dem Spider-Man-Screenshot? Ja. Nein. Da war sind das einfach Meme? Zwei Pfützen. Das wurde dann gememt, weil es halt so dumm war. Weil zwei Pfützen aus einem Screenshot verschwunden sind, sofort Downgrade geschrien haben. Weil natürlich, wenn du Pfützen verschwinden lässt, siehst du halt keine Spiegelung mehr. Spiegelung? Ja. Und deswegen haben Leute dann Downgrade geschrien, weil jetzt, wo das Spiel raus ist, verschwinden die Pfützen. Und ich habe das dann gesehen mit dem Kommentar, warum Cyberpunk 2077 eben keine Sachen zeigen wollte. So, das ist genau der Grund, weil Leute dann direkt anfangen rumzuschreien, dass es gedowngrade wurde und so. Ja. Aber deswegen, ich finde es gut, dass sie es gemacht haben und dass sie es halt eben mehrfach betont haben und was jetzt die Leute daraus machen. Ich glaube, denen ist es dann auch egal, weil sie relativ selbstbewusst mit ihrem Produkt halt umgehen können. Ja. Nur wie gesagt, also ich gehe mal davon aus, dass noch einiges verschwinden wird aus dem Spiel. Weil das war jetzt wirklich, was man gesehen hat, das war ja wirklich alles das Spiel. So, nur dass man noch in die Third Person hätte schalten können aus der First Person, das hat mir eigentlich noch gefehlt. So, sonst war wirklich alles drin. Du konntest irgendwie mit irgendwelchen Sachen an Wänden rumklettern und an allem vorbeiklettern und so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du dann wirklich auf alles zugreifen kannst im Spiel. Aber es war halt nur eine Gameplay-Demo. Das einzige Mal, wo ich wirklich lachen musste, wo ich mir gewünscht hätte, dass sie darauf verzichten, langer, langer Text, irgendwann einfach und der Satz, ja, und es ist eine offene Welt, komplett ohne Ladebalken. Und dann genau in dem Moment, wo er es sagt, fährt der Charakter so gefühlt 15 Sekunden Fahrstuhl nach unten und nichts passiert, wo ich mir denke, ey, das ist ein versteckter Ladebalken. Ja. Warum reden wir da eigentlich jetzt gerade drüber? Ja. Nun, gut, aber ist halt PR-Gerassel. Ja, eben. God of War hatte auch keine Ladezeiten, ne? Natürlich nicht, keine Ladebalken, wenn man sich irgendwo durch Höhlen quetscht oder Türen öffnet oder was weiß ich. Oder einfach im Kreis rennt, im Weltenbaum. Oder gut, stehen bleibt. Keine Ahnung, anscheinend legen Leute irgendwie darauf Wert, dass es anscheinend keine Ladebalken gibt. Mir ist es persönlich egal, weil mir schon klar ist, dass irgendwo irgendwelche Assets mal in den Speicher nachgeladen werden müssen. Wie gesagt, alles nur zu streamen funktioniert halt nicht. Ja, dann Gamescom weiter. Du, hast du noch was gespielt? Ja, ich war anscheinend der Einzige, der wirklich noch sich angestellt hat, beziehungsweise Games gespielt hat. Und zwar war ich bei THQ und habe da Biomutant angespielt, was sehr, sehr geil war. War für mich das Highlight der letzten Gamescom, weil da wurde es angekündigt und man hat jetzt ja dann gehofft, dass es vielleicht zeitnah halt rauskommt. Dauert allerdings noch ein bisschen. Tatsächlich ist der Slogan von denen Coming When It's Ready. Man hört munkeln Summer 2019 und das Ding spielt sich extrem fluffig. Ja, du kannst diesen Waschbär oder was immer das Vieh halt ist, anpassen. So wie du ihn optisch anpasst, ändern sich die Werte, was ich schon mal ein nettes Gimmick finde. Und es spielt sich so, ja, so ein bisschen, ich würde sagen, wie Devil May Cry. Es ist mehr oder minder so ein Beat'em-up oder Action-Gameplay, wo du halt verschiedene Taktiken für verschiedene Gegner brauchst. Du hast Nahkampf, du hast Fernkampf, es kommen Gegner mit Schildern, du musst dahinter dort schon von hinten angreifen und die halt eine Taktik zurechtlegen. Und das Ganze spielt sich sehr, sehr flüssig. Also von daher, ich hatte Bock auf das Game schon, als ich nur die Trailer gesehen habe. Ich habe noch mehr Bock, nachdem ich es jetzt angespielt habe. Also Biomutant 2019 kommt auf jeden Fall auf meine mit Most Wanted-Liste. Sieht extrem gut aus. Also von daher auch so die Ideen drin stecken. Wie gesagt, du kannst halt eben so eine Blase bauen oder so eine Bubble, so eine Wasserblase und in dieser Seifenblase quasi rumfliegen oder zumindest weiter springen. Das sind halt eben so Sachen, die halt eben ganz cute sind. Und das Gameplay, wie gesagt, ist halt so DMC-mäßig, wenn man das so vergleichen kann. Okay. Super. Ja, also wie gesagt, das hat mich halt
extrem unterhalten und da freue ich mich auch drauf. Ich hätte eher vermutet, dass es vor Darksiders 3 kommt. Das habe ich auch angespielt. Aber nein, Darksiders 3 kommt eher. Das kommt ja wieder schon dieses Jahr und hat einen fixen Release. Schon, ich glaube, im November oder Dezember ist es. November. Und das habe ich auch angespielt bei THQ. Und ja, es ist Darksiders, aber es ist halt, sage ich mal, keine Weiterentwicklung, wenn man erwarten möchte, dass es besser wird, so vom Handling und von der Haptik und vom Gefühl als der zweite Teil. Also man merkt schon, ja, dass es halt ein bisschen rough edged ist oder rough edges hat. Also, na gut, es ist ja noch nicht draußen, ne? Du hast ja richtig. Aber es kommt in 2 Monaten. Also würde ich jetzt sagen, okay, es kommt 2019, hätte ich vielleicht noch Hoffnung, dass auch viele, viele Dinge geändert werden, aber das Ding ist fast fertig. Mhm. Was mich da auch gewundert hat, was man halt gesehen hat, Biomutant hat mehr Content gezeigt, den man spielen konnte, als Darksiders. Darksiders war mehr oder minder so gefühlt 2 Minuten auf dem Weg zum Boss und ein Bosskampf. Und der Jump bestand eben aus ein bisschen Angreifen, Kloppen und Jump'n'Run oder Puzzle-Passagen, wo du hochklettern musstest, um von oben auf diesen Boss zu springen. Und du hast halt beim Springen gemerkt, dass die Steuerung halt nicht ultra genau halt ist. Also mehr oder minder so Darksiders 1, das war auch nicht so das Genaueste. Da war 2 halt schon, sage ich mal, deutlich mainstreamiger AAA für die breite Masse. Ich glaube, Darksiders 3 wird halt so ein von Fans für Fans-Projekt, die die Lizenz halt aufgekauft haben und versuchen weiterzuentwickeln oder noch ein Spiel mitzumachen. Ich glaube nicht, dass halt, wenn jemand die ersten beiden Teile nicht mochte, dass er jetzt den dritten mag. Also vielmehr wird es sein, okay, ich mochte die ersten beiden, spiele ich auch den dritten und bin froh, dass überhaupt einer rauskommt. Also ich glaube nicht, dass das halt so ein, außer sie polishen es noch, klar, sie haben noch 2 Monate, aber dann könnte ich mir nicht vorstellen, warum sie halt so eine kleine Passage genauso halt zeigen. Ja, du hast halt eben schon gemerkt, das Springen ist halt eben, du kannst nicht so genau zielen, wo du halt hinspringen willst. Das Dodgen ist halt ein bisschen schwerfällig. Also mir ist es zum Beispiel auch nicht gelungen, visuell zu dodgen. Also ich sehe den Angriff des Gegners und kann darauf noch reagieren. Das funktioniert nicht. Das heißt, ich brauchte irgendwann, ich weiß, 2 Angriffe, einmal ausweichen, dann werde ich nicht getroffen, weil dann der Angriff kommt. Das hat funktioniert. Mhm. Das heißt, es ist halt eben eine andere Art von Spiel, eher so Darksiders 1 halt. Aber es hat Bock gemacht, wie gesagt, es ist so Grafikniveau, ich würde sagen so, ja, Comic-WoW-Style. Der altert halt nicht wirklich, aber ist jetzt auch keine Top-Notch, super-High-End Cyberpunk 2077-Grafik. Da ist Biomutant halt doch deutlich schöner, muss man sagen. Ja, und dann? Okay, ja, dann passe ich, weil ich fand die ersten beiden schon nicht so cool. Und, okay, ja, dann glaube ich, wird schwierig. Ja. Dann wird schwierig. Ja, ich fand den ersten super, ich fand den zweiten super und ich gehe davon aus, der dritte wird wahrscheinlich dann auch vielleicht mit ein bisschen technisch mehr Mimimi vielleicht, wie hat Entwicklerwechsel, Lizenz aufgekauft, ist ja nicht mehr dasselbe Team. Mhm. Hoffen wir, wie gesagt, dass es halt kein total Flop wird. Wie gesagt, spielbar ist es, aber man kann halt eben schon ein bisschen rumnörgeln, wenn man halt sehr, sehr mit der Lupe oder Pinzette steuerungsempfindlich oder grafikempfindlich halt ist. Ja. Also ich habe im ersten Teil auf 100% sogar gespielt und beim zweiten, weiß ich nicht, hat mir immer die Zeit gefehlt. Okay. Mir die Lust. Ja, ja, der zweite war halt nochmal schneller, hatte mehr so mehr Looten- und Leveln-Komponenten, halt so MMO-Style, dass du halt eben so die Ausrüstung halt finden konntest und das hat mir halt persönlich halt sehr gut gefallen. Du konntest halt eben die Waffen noch ein bisschen umschmieden. Deswegen fand ich ihn halt so als Komplettpaket. Er fühlte sich auch irgendwie open-worldiger an, weil du noch so Dungeons zu jeder Zeit besuchen konntest, die halt fernab der Hauptstory halt waren, die optional waren, wo du halt eben dann auch Bonussachen halt eben abholen konntest, Bonusloot, die musstest du halt eben nicht machen, aber die konntest du halt eben machen. Und deswegen fühlte sich das so ein bisschen größer eben an als der erste Teil. Muss ich mal nachholen, das ist ja jetzt nicht ja, so, dass definitiv. Man da also, zigtausend Stunden dran sitzt, das war ja relativ. Ja, kostet ja für die PS4 kleines Geld und ist halt im Sale, ich will jetzt nicht sagen hinterhergeworfen, aber halt günstig. Ja, muss ich mir angucken. Ja. Dann war und ich noch dann? Kurz Hearthstone spielen, weil ich noch so einen Hearthstone mitnehmen wollte. Den gab es dann, wenn du eine Runde Hearthstone gespielt hast. Ich habe noch nie Hearthstone gespielt, war schon ewig nicht mehr. Egal, völlig versagt, aber den Hearthstone trotzdem bekommen. Ich dachte, ist halt so ein netter Stress, weil ich kann mich jetzt überall hinporten, wo ich hin will. Sei es jetzt kurz nach Mc's oder Burger King nach dem Stream, völlig easy. So funktionieren Hearthstones nicht. Doch, ich habe den ja da gebindet. Nur bei McDonald's kannst du den bei. Genau. Ja. Okay. Zurück muss ich laufen. Oder ich benutze noch einen zweiten. Der dann hier gebeinet ist. Ja, und dann habe ich mich noch angestellt halt für mein persönliches Messer-Highlight. Ich konnte es halt spielen, hab noch ein T-Shirt dafür bekommen. Ich bin glücklich. Es wird geil. Sekiro von From Software. Jetzt nicht mehr bei Bandai Namco, sondern Activision in der Halle. Absolut hammergut. Also für jeden oder jeder, der irgendwie skeptisch ist, ob From Software es halt noch kann oder ob das was wird.
ich bin auch kein Japan-Setting-Fan, aber das Japan-Setting stört mich nicht, weil ist schon so wie Souls und Bloodborne mit Assassin's Creed und ja, weiß ich nicht, noch irgendwas Neues, was man noch näher definieren muss, vielleicht Spider-Man oder Just Cause. Warum diese wilde Mischung? Du hast Stealth-Elemente, das heißt, du kannst dich an Gegner halt anschleichen, aus Büschen oder so, oder von oben drauf springen und sie damit halt mehr oder minder, also normale Trash-Mobs, instant killen. Das heißt, Stealth wird halt belohnt und du hast halt so einen Greifhaken und du kannst dich halt an Punkten in der Welt mit diesem Greifhaken halt befestigen und einfach hochziehen und schwingst dann da halt hin. Das heißt, du hast halt eben nicht mehr nur oder bist fest am Boden, sondern hast halt, sag ich mal, ein ganzes Level, wo du dich halt eben drin bewegen kannst und unglaubliche Distanzen, die du schnell überbrücken kannst. Das macht es halt sehr, sehr dynamisch. Du kannst halt damit in den schnellen Kampf rein kämpfen, kannst aber auch wieder raus, um dich irgendwo zu heilen. Und es geht tatsächlich so weit, wenn da halt zum Beispiel Klippen sind. Du kannst die Gegner runterkicken und die Gegner können dich runterkicken. Kennt man aus Souls. Wenn du runterfällst, bist du in Souls tot. Hier kannst du dich mit dem Greifhaken wieder hochziehen. Das heißt, du stirbst halt nicht. Was halt sehr, sehr nice ist. Und das, was mich am ersten Moment beim Kampf halt irritiert hat, es gibt keinen Stamina-Balken mehr. Der grüne Balken, den uns From Software so reingeprügelt hat, der ist weg. Es gibt keine Ausdauer mehr. Ja, gar kein Souls-like. Ja, also das war auch so mein erster Gedanke. Aber ich habe jetzt eben zum Beispiel auch in Death Gambit gemerkt, was passiert, wenn Spiele den Stamina-Balken kacke nutzen und der dich mehr hindert und den Spielspaß reduziert, weil du einfach zu wenig hast und permanent warten musst, damit du irgendwas machen kannst. Mhm. Hatte From Software nie, aber andere Vertreter in dem Genre hatten es halt eben häufiger, dass das mehr oder minder ein Hindernis und ein Frust statt Lust war. Die haben ihn über Bord geworfen. Was es stattdessen jetzt gibt, ist, ich nenne es jetzt einfach mal, was die Dark Souls-Spieler vielleicht kennen, Haltung. Du hast eine Haltungsbar, also Poise, wo dir angezeigt wird, wie viel Haltung du hast. Das heißt, du klopfst auf den Gegner und irgendwann wird dieser Haltungsbalken voll und dann kommt er ins Straucheln. Und dann kannst du quasi einen kritischen Move machen, um ihn damit halt zu erledigen. Dasselbe aber auch bei dir. Das heißt, wenn der Gegner auf dich einklopft, füllt sich dein Balken und irgendwann strauchelst du und er kann dich critten. Du kannst dementsprechend auch nicht unendlich blocken, sondern maximal so 2-3 Schläge, weil dadurch füllt sich dieses Meter halt eben schneller. Dann solltest du halt erstmal zurück oder mit dem Greifhaken weg, um diesen Balken halt wieder abnehmen zu lassen. Gilt aber auch für Gegner. Das heißt, wenn du nicht aggressiv die Gegner angreifst, geht der Balken auch wieder zur Neige. Das heißt, du musst halt aggressiv spielen, um halt irgendwann diesen Critical Hit halt landen zu können. Und es ist verdammt schwer, weil die Gegner sind halt aggressiv, die verfolgen dich. Du kannst springen und kannst halt eben aus den Sprüngen Angriffe machen, beziehungsweise auch mit Springen ausweichen. Was halt sehr, sehr dynamisch ist. Also es spielt sich halt verdammt schnell. Wir haben, ich weiß nicht, ob es PC war mit Xbox-Controller oder ob es die Xbox war, aber es sah unglaublich geil aus. Ich vermute schon, es ging Richtung 4K und 60 FPS auf jeden Fall und ich bin gespannt, ob sie das eben zum Beispiel auf die PS4 bekommen, wo ich es halt gerne spielen würde, wegen Trophies, wegen Platin, für mich selbstverständlich dann. Sehr, sehr cool. Und der Untertitel Shadows Die Twice, du kannst tatsächlich, wenn du stirbst, wieder einmal aufstehen. Das heißt, der Gegner, den du halt vorher angehittet hast, behält auch das Leben. Der tötet dich, du stehst auf und finishst den. Dann kriegst du eine Ressource wieder und kannst halt weiterspielen. Ich vermute, dass wahrscheinlich die Checkpoints oder Bonfire oder wie immer diese Schreine da jetzt auch heißen, die haben wir auch schon in dem Demo gesehen, wo man sich dann eben hinsetzen kann und quasi von dort, wenn man stirbt, wieder startet, dass die ein bisschen weiter auseinander sein werden, weil du immer einen zweiten Versuch quasi hast, nochmal weiterzukommen. Das wird man dann aber erst sehen, wenn man halt komplett halt die Level halt sieht, wie weit die auseinander sind, wie oft man halt diese Klamotten halt eben nutzen kann. Ja, du hast halt eben Gadgets, die brauchen diese komischen Kreuze, nenne ich es mal, sind so ähnlich wie diese Kugeln aus Bloodborne. Die brauchst du halt, um deine Gadgets halt zu befeuern. Damit kannst du halt, sag ich mal, deine Waffen mit Feuer verzaubern. Wie gesagt, andere Gadgets, wie gesagt, gibt es wahrscheinlich auch für diesen Regenschirm, dass du den halt benutzen kannst, etc. So ein Shuriken, den halt zum Pullen benutzen kannst. Das war auch alles quasi so eine Art Blutsbuletten aus Bloodborne. Die heißen da irgendwie Kreuze oder so. Sind so weiße Heiligtüm-Dinger. Man kann sich an Wände pressen, um als Stealthy zu spielen, Gegner zu überrumpeln, Laufwege. Keine Ahnung. Ich glaube, wenn man jetzt das Video nebenbei laufen lassen würde, könnte ich noch 100 Sachen erzählen. Egal, ich bin begeistert. 22. März, Sekiro, From Software kann es immer noch.
für mich das Japan Souls-like. Es kommen ja einige mit Ghost of Tsushima, Nioh. Ja, spiele ich auch. Gib mir Sekiro. Das ist das, was ich haben will. Der Rest ist optional. Also von daher, es hat, glaube ich, den Award bekommen. Best Game der Messe. Was ich verstehen kann, weil es ist, ja, From Software kann es. Und Hype. Kaufen, spielen, lieber haben. Also von daher, ich fand es halt mega. Ja, ich freue mich auch so. Sie haben ja auch zum Beispiel rausgenommen, dass die Bossbalken lang sind, sondern stattdessen haben sie das genau. System genommen, was man schon aus anderen japanischen Spielen kennt. So mit so Bubbles und du musst halt quasi so einen kleinen Balken und dann halt 3-4 Bubbles halt, genau. Dann füllt sich das und dann ist das Bubble weg, genau. Also ich weiß nicht, ob es sogar Assassin's Creed ist, wo du halt so Bubble hast, also Lebensbalken und Bubble, also erst Balken wegmachen und dann ist der erste Bubble weg und dann wieder von vorne und so weiter. Genau, du siehst halt von vornherein, wie viel Leben halt der Boss halt ungefähr halt hat. Und das Einzige, also tatsächlich, du kannst nicht leveln. Es ist quasi eine Erfahrung, die für jeden gleich ist. Das heißt, sie können das Spiel halt so balancen, wie sie wollen, weil du nicht überleveln kannst. Mhm. Was es für viele wahrscheinlich schwer macht, die in Souls halt gerne erstmal gelevelt, gegrindet haben, um stärker zu werden. Das funktioniert halt nicht. Und wie gesagt, Multiplayer ist auch kein Ding, wurde auch nicht zugesagt. Also eine reine Singleplayer-Erfahrung. Mhm. Und ich predikte einfach mal, es wird wirklich das schwerste From-Software-Spiel. Also wie gesagt, nach dem Demo, was ich gespielt habe, ich war gut am Schwitzen und wie gesagt, ich spiele From-Software nicht erst seit gestern. Aber ich glaube, das macht From immer. Ich glaube, die Pressedemos sind immer wesentlich schwieriger, oder? War das nicht so? Sie sagen aber auch, dass es schwerer werden soll, als das, was sie bis jetzt auf den Markt gebracht haben. Na gut. Finde ich gut. Aber das stimmt tatsächlich. Dark Souls 2 habe ich das Presse-Event gespielt und da haben wir im NG Plus gespielt. Also das war definitiv schwerer. Machen sie ganz gerne. Aber allein, dass du halt eben nicht leveln kannst, ich gehe davon aus, dass, und du musst halt aggressiv spielen. Kannst halt nicht Dauerblocken oder so. Also es ist eine Mischung aus, wie gesagt, Dark Souls und Bloodborne mit eben Assassin's Creed und Spider-Man oder Just Cause-Komponenten. Und es ist halt eben schwierig. Also das heißt, du bist auch sehr schnell sehr tot, wenn er dich halt eben staggern lässt, also deine Haltung weg ist, critten lässt, boom, zack, ist halt relativ schnell Ende. Aber ich glaube, das macht auch den Reiz aus, deswegen spiele ich gerne From Software-Spiele. Merkt man gar nicht. Entschuldigung, das ist halbe meine Liebe. Einem Spiel Mensch, so. Halbes Buch. Nee, ich persönlich muss sagen, ich habe auch Gameplay-Demo gesehen dann, und ich freue mich richtig, richtig drauf, weil das sieht halt, mir ist das Setting, ich meine, ich freue mich über das Setting, ist nicht schlecht, aber im Prinzip könnte das von mir aus irgendwo anders sein, so, aber allein die ganzen Spielmechaniken, die sie eingefügt haben, was From halt bei Bloodborne genau richtig gemacht haben, ist, dass sie den Spieler halt dazu angeregt haben, schneller zu spielen. Und sie wollen offensichtlich diese Formel weiterentwickeln in Sekiro, und das ist halt genial. Und deswegen wird es, also eventuell hat es zumindest die Möglichkeit, halt sogar noch besser zu werden als Bloodborne, was halt schon ein hoher Anspruch ist. Ich bin gespannt. Freue mich drauf. Ja. Und die kommt es dieses Jahr noch oder nächstes? Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Und du kannst es, wie gesagt, weil es halt nicht PlayStation only ist, dann auch mit 4K irgendwie auf irgendeiner anderen Plattform spielen. Ja. Was sich halt bei Bloodborne ja zum Beispiel dann gestört hat. Selbst da ist dann halt eben, für die Leute ist halt eben nicht eine Plattform only. Auch ein Vorteil, dass halt eben eine breitere Masse spielen kann auf den Konsolen, beziehungsweise PCs in der Auflösung und FPS, wie sie wollen. Was ich mich frage, ist, kommt es auf Steam raus oder auf den Blizzard Launcher? Das weiß ich nicht. Wenn es von Activision ist, auf Blizzard Launcher. Also ist das jetzt, Activision hat die jetzt gekauft, ja? Nein. Die haben es einfach nur gepublished. Mit verschiedenen Publishern zusammen. Okay. Bandai, Sony, jetzt halt auch Activision. Okay. Ja, und das war, wie gesagt, mein absolutes Messe-Highlight. Und damit war die Gamescom dann auch quasi zu Ende. Wie gesagt, dann, wenn ihr nichts mehr habt, würde ich noch eine geschickte Überleitung zum ersten Spiel mit dem Ausblick im September machen. Partys. Partys sowieso. Das war ja abends. Ich hab's geschafft, nicht eine mitzunehmen. Ja gut, alle möchte ich nicht sagen, weil alle klingt doof, weil alle habe ich nicht mitgenommen, aber zumindest halt jeden Abend eine. Jeden Abend keine. Aber gut, lass uns über Spiele reden. Weil wir haben ja doch auch eine ziemlich lange Liste.
mach deine Überleitung. Let's Gut. go. Jetzt, ich bin echt gespannt, was du nach 45 Minuten Monolog für eine Überleitung zu dem Spiel bringst. Let's go. Das habe ich auch gespielt und das kommt sogar schon am 4.9. raus. Dragon Quest 11, wieder tatsächlich direkt instant Lieblingsgenre von Dizzy. JRPG at its best. Ich wollte es erst nicht sagen. Ne? Es ist wieder ein Dark Souls-like, jetzt kommt ein JRPG und als nächstes kommt Nintendo. Yeah! Woo! Der Sonntag ist gerettet, Ladies! Yeah. Ja, ich suche mir schon eine neue Talkshow. Ist okay, war schön hier. Tschüss! Nehme ich mit. Ja, Dragon Quest, das erste Mal seit vielen, vielen Jahren jetzt wieder auf den großen Konsolen und dem PC und diesmal mit der Nummer 11. Ich habe es gespielt, es sieht fantastisch aus, ist ein klassisches, rundenbasiertes JRPG. Ja, wie gesagt, für Leute, die es halt eben mögen, die freuen sich, glaube ich, gerade wie Schnitzel drauf. Für Leute, die JRPGs oder gerade rundenbasiert halt eben nicht mögen, für die ist es halt eben nichts. Aber es sieht halt eben, gerade weil es eben jetzt die Power der PlayStation 4 oder PC mit Specs eurer Wahl, sieht es echt verdammt gut aus. Also ja, wenn die Story halt eben passt, ich werde es mir irgendwann auch anschauen. Und ich konnte es anspielen und es spielt sich halt eben auch wirklich vernünftig und richtig gut. Ich mag Dragon Quest. Ich spiele Dragon Quest, also ich habe Dragon Quest 8 habe ich gespielt gehabt, da die Reise des verwunschenen Königs. Und das war für mich so, da bin ich erst so richtig in JRPGs eingetaucht. Ich finde es großartig. Ich mag die Welt, die sich von den Gegnern und so nie großartig verändert. Also man weiß, was man bekommt. Und bin gespannt. Ich werde es wahrscheinlich nicht zu Release spielen, weil ich gerade so ein bisschen in diesen anderen Sachen gefangen bin, die ich gerade spiele. Und man muss sich da schon so ein bisschen drauf einlassen. Ne? Das sind dann mal locker 100 Stunden, ja, die du da runterreißt. Da hast du was. Ich freue mich drauf. Ich mag den Witz in Dragon Quest. Also es ist so, habe ich Dragon Age gerade gesagt? Nee, du hast Dragon Quest gesagt. So, es gibt ja auch Dragon Quest Builders, das ist so ein kleiner Ableger davon, was so in die Richtung Minecraft gegangen ist. Da kommt auch der zweite Teil, der ist, glaube ich, für nächstes Jahr angekündigt. Freue mich drauf. Und tatsächlich, die Kritiken sind auch schon draußen, weil es eben jetzt schon am 4.9. kommt. Das heißt, war jetzt kein erst mit Release-Kritiken-Titel, sondern tatsächlich, es ist im hohen 80er, 88er, teilweise 90er-Bereich bei Open Critic und Metacritic. Und weil die Kritiken jetzt mittlerweile eben auch schon öffentlich sind, habe ich es auch jetzt vorbestellt. Aber ich mache es, glaube ich, wie Sali. Ich werde es erstmal nicht spielen, weil ich jetzt die 100 Stunden, weil so viele andere Spiele, die wir gleich auch noch alle besprechen werden, rauskommen, die deutlich kürzer sind, dann spiele ich die erstmal und Dragon Quest gönne ich mir dann, wenn halt ein bisschen mehr Zeit ist und Ruhe, um die 100 Stunden dann nochmal angehen zu können. Aber wird gut bewertet, von daher wahrscheinlich ein grundsolides, gutes Spiel. Ehrlich gesagt, glaube ich, Reviews bei gerade langen Spielen sowieso nicht mehr, wenn ich ehrlich sein soll. Ich habe das Gefühl, dass Reviewer mittlerweile gerade bei langen Spielen nur noch es auf einfach spielen, dadurch pushen, so schnell wie möglich, um schnell ihren Artikel rauszuhauen. Möchtest du jetzt hier Vergleiche mit Ni no Kuni 2 ziehen? Unter anderem, ja. Ja nun, oder alle mit Ni no Kuni. Oder das habe ich auch bei God of War gemerkt. Hatte das Gefühl, alle, die jetzt direkt bei Release die Reviews rausgehauen haben, haben God of War nur auf leicht durchgespielt und so schnell wie es möglich war. Und die haben überhaupt gar keine Ahnung gehabt von dem, was auf schwereren Schwierigkeitsgraden los war. Erst hinterher, wenn du ein paar Wochen gewartet hast, hast du dann die Reviews bekommen, wo es auch um Dinge wie Schwierigkeitsgrad ging. Und bei JRPGs, finde ich, kannst du den ersten Reviews sowieso nicht glauben. Ist meine Meinung. Also ich sage jetzt nicht, dass das Spiel kacke sein wird, weil die ersten Reviews gut sind und die nicht stimmen können, aber ich wäre vorsichtig halt, gerade bei so einem 100-Stunden-Spiel, ehrlich gesagt. Wo liest man so eine Dinger überhaupt? Bitte? Wo liest man Review? Das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage, weil ich gucke mir da so nie irgendwas an. Ich gucke mir auch keine Metacritics oder irgendwas an. Tatsächlich, was ich halt eben mache, ist Metacritic bzw. OpenCritic.com, um halt einen Tenor zu bekommen, was die Kritiken sagen. Ob ich das Spiel letztendlich gut oder scheiße finde, entscheide ich immer noch selber. Aber zumindest kannst du da halt erstmal rauslesen, ob ein Spiel halt eine technische Katastrophe ist, abstürzt, Scam ist, oder ob es prinzipiell das macht, was es tun soll, erstmal laufen und funktionieren.
Dann kann man sich noch näher dann informieren, natürlich in einzelnen Reviews, welche Aspekte vielleicht gelungen sind oder welche nicht gelungen sind. Aber tatsächlich jetzt zu sagen, nur weil ich selbst ein Spiel halt interessant finde, es nicht zu kaufen, weil halt die Kritiken sagen, ja, es ist ein 70er-Score. Keine Ahnung, also da wird den Zahlen tatsächlich in der heutigen Zeit viel zu viel Bewertung oder Bedeutung zugemessen, was ich sehr, sehr schade finde. Weil gerade auch im 60er, 70er-Bereich habe ich sehr viel Spaß mit Spielen, wo halt die Reviews sagen, es sind nicht so tolle Spiele. Aber gut, das ist dann halt eben, da sollte sich halt jeder selber eine Meinung bilden. Wo du das liest, das weiß ich nicht. Muss ja jeder selber wissen, welchen Autoren er halt dann glaubt. So. Gibt's noch, also jetzt mal, ist ohne Scheiß jetzt, gibt's noch Seiten oder wie läuft der Fuchs da? Ist das hier diese IGN oder wie? Die dann, ich hab keine Ahnung. Die ist gut. Ja, die tatsächlich Open Critic und Metacritic, wer es nicht kennt, die sammeln von allen, das sind Aggregatoren-Seiten, die sammeln von allen Seiten, die sich dort anmelden, die Bewertung. Das heißt, du kannst dann draufklicken und siehst, wer in diese Bewertung mit eingeflossen ist und dort kannst du im Detail dann die Reviews lesen. Ja, es sind Seiten wie IGN oder was weiß ich, wie Eurogamer oder auch die PC Games oder GameStar oder was auch immer, das fließt alles mit rein und am Ende kommt eine große Zahl raus. Wie die zustande kommt, da kannst du dann die einzelnen Seiten anklicken und dir die Reviews halt eben angucken. Vorteil sollte Englisch sein, weil sie reichen die Texte extra für diese Seiten in Englisch halt ein. Das heißt, deutsche Reviews werden tatsächlich dafür auch Englisch teilweise umgeschrieben. Ja. Oder du hast halt YouTuber-Autoren einzelne, bei denen du dir das anguckst. Also ich gucke genau. Zum Beispiel, wenn Jim Sterling Video halt so, auf Jim, seinem Spiel ja, macht. Genau. Oder Easy Allies oder was genau. Weiß ich. Die machen halt eben Video-Reviews, aber schreiben auch Kurzfassungen oder Essays ja. Von ihren Videos extra für die Seiten halt. Die haben auch ihre eigenen Seiten teilweise. Also Jim Sterling zumindest. Hat auch eine eigene Seite. Es ist halt, weiß ich nicht, du musst halt als Leser wissen, wo du liest. So, ich gucke zum Beispiel auch auf Polygon und Kotaku, aber ich weiß, bei welchen Themen ich da jetzt eher weggucke, weil manchmal sind die ein bisschen sehr bevorurteilt, sagen wir es mal so, in gewissen also, Themen. Jetzt mal so unter uns, WoW hat eine 78 gekriegt. Also da ist doch, die müssen doch Lack gesoffen haben. Wie kann WoW eine 78 haben? Jetzt mal, Bruder, bei den Fischen. Also ich meine, ich spiele kein WoW. Der Hype war so unreal, das kann doch keine 78 sein. Ich finde, MMOs wie WoW kannst du sowieso nicht beurteilen. Wie willst du das machen? Da kommen jetzt halt, in 3 Tagen kommt jetzt erstmal der erste Raid raus. Was soll denn da die Note überhaupt schon aussagen? Für wen? Also MMOs, da würde ich mir sowieso gar keine Zahlen angucken. Schwierig. Die waren 78. Wo guckst denn du gerade? Oh, ich klicke mir einfach mal hier so ein bisschen die Seite durch. Call of Duty hat eine 85. Ja. Ja. Flabby. Oh. Was kommt denn dann noch? Achso, ja, Dragon Quest, richtig. Haben wir abgeschlossen. Als nächstes kommt auch am 4.9. Planet Alpha raus. Sieht ganz hübsch aus, tatsächlich. Und das ist auch der Grund, warum wir es, glaube ich, drin haben, weil es halt schön aussieht. Was genau es sein wird, muss man dann sehen. Haben ein paar Preise abgesahnt. Wird vermutlich mehr oder weniger ein Walking Simulator in die Richtung, also wer das mag. Sieht unglaublich hübsch aus. Mhm. Ja. Genau. Das sieht so ein bisschen aus wie jetzt mal so ganz fancy gesagt wie Ori halt, so Side-Scroller Jump-and-Run-Ding. Ja, wo halt sehr viel halt im Hintergrund passiert, sieht man jetzt auf den Screenshots halt nicht, aber wenn ihr euch ein Video anguckt, also das heißt, die Hintergründe sind nicht statisch oder so, da passiert immer was sehr Ach, das ist ein Side-Scroller. Ja, und wie gesagt, gepublished von Team 17. Sieht halt verdammt schön aus, wie sie es nachher anfühlt. Gut, das muss man dann testen, wenn man das Ding mal irgendwie den Finger oder die Hand an den Controller legt. Für wo das kommt das raus? Für PC? Es war es einfach nur für PC.
Ja, Sali, kann aber sein, geht wohl deine PC-Streak weiter, was? Weil Team 17 tatsächlich, sag ich mal, wenn die Spiele nicht ganz kacke laufen, ja doch ziemlich viel auf die Konsolen nachher published, immer noch. Dauert dann meistens nur mal bei denen. Ja. Oh, das schreibe ich mir mal auf. Das sieht echt gut aus. Google sagt übrigens tatsächlich, dass es auf allen Konsolen erscheint. Echt? Okay, habe ich im PSN-Store nicht gefunden, aber gut, der deutsche PSN-Store ist halt immer super langsam. Ja. Kann auch sein, dass sie es schon mal hinschreiben. Pre-ordern kannst du es nur auf Steam oder, ja genau, auf Steam. Okay. Wird wahrscheinlich also später erst erscheinen für die anderen Konsolen. Ja. Coming soon. Also Konsolenversionen müssen noch warten. As usual. Ja. Und dann? Dann Dizzy. Ja, moin, Spider-Man, würde ich sagen, oder? Also ich meine, ich habe jetzt, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist, glaube ich, mal wieder ein AAA-Titel, wo ich Bock drauf habe. Ich spiele momentan gar keinen AAA, aber bei Spider-Man, ich glaube, das könnte ganz cool werden. Also ich denke, dass das ganz, ganz cool wird, weil dieses Superhelden-Ding über die Jahre jetzt schon wieder so ein bisschen abgeflacht ist, finde ich. Was die Gaming-Industrie angeht. Und jetzt gerade macht es damit vielleicht ein Comeback. Mal gucken. Bin sehr gespannt, was Marvel da mit reingebuddert hat. Weil, also ich glaube, ich kann mich nicht entsinnen, dass Marvel irgendwann mal ein Computerspiel gemacht hat. Und hier ist ja, wenn ich mich recht entsinne, Marvel sogar direkt mit involviert. Doch, aber ich glaube, an die möchte man sich nicht erinnern. Überleg gerade. Bei Wolverine damals zum Beispiel. Warte mal, Wolverine ist doch, X-Men ist doch auch Marvel, richtig? Oder bin ich jetzt gerade auf dem falschen Ort? Ja, aber die Rechte sind irgendwie komisch. Also Fox, glaube ich, hängt da noch mit drin bei X-Men. Deswegen spielen die X-Men und Deadpool nicht zusammen mit den anderen Marvel-Sachen, weil das Filmuniversum ist ein anderes. Das ist irgendwie sehr kompliziert, obwohl beides von Marvel ist. Ja, also mit den Dings hier, IPs und so, wer was wie wohnen darf, ist ja immer kurios. Aber ja, ich freu mich drauf auf Spider-Man. Mal gucken, ob das ein Flop wird oder ob das gut wird. Und dazu gesagt, PlayStation Exclusive, also PlayStation 4 only, und großes Lob dafür auch an PlayStation. Ich habe es nicht selbst spielen können, aber sie waren eines der wenigen Stände auf der Messe, die quasi den Stand offen hatten. Das heißt, ich konnte halt einfach von draußen gucken, wie Leute spielen. Finde ich, ja, bitte mehr davon, werte Aussteller, weil ich muss mich nicht 4 Stunden anstellen. Manchmal reicht es auch, einfach nur mal zu gucken, wie Leute 10 Minuten Spiel spielen und ob die damit Spaß haben oder nicht. Und, ja, das hat nichts damit zu tun, dass sie das nicht machen wollen, sondern das hat was mit der USK zu tun. Das darf nicht offen stehen. Spider-Man ist USK 12. Ja gut, also aber theoretisch könnten sie dann eine Halle ab 16 machen, wo dann sowas gezeigt werden könnte. Ich meine, dafür gibt es ja die Altersbändchen. Kannst du machen, aber du, wenn dir Fortnite so und so viel Geld zahlt, dann steht Fortnite da, wo sie wollen und nicht da, wo sie hin. Ja gut, aber wie gesagt, das ist halt, sag ich mal, doof für den Konsumenten, warum? Dass er sich halt so lange anstellen muss. Warum ist das dumm? Das ist doch genau das, was die Gamescom will. Das glaube ich nicht, dass die wollen, dass die Leute 4 Stunden in der Schlange stehen. Ich denke schon, damit du deine Gäste auf der Gamescom hast. Wenn die in einer halben Stunde durch sind, dann kommen sie ja nicht wieder. Aber das kannst du vergessen, dass du irgendwo in irgendeiner Halle, das habe ich dieses Jahr schon mal sehr schön kennengelernt, wie das da läuft mit der USK und was man zeigen darf und was nicht. Mhm. Ja, ist prinzipiell ist richtig, aber früher hatten sie das tatsächlich, dass halt eben gewisse Hallenteile echt gesperrt waren und du echt nur mit Bändchen 16, 18 rein könntest. Dann kannst du es eben auch offen zeigen. Der Trend ist leider weggegangen. Deswegen hast du jetzt meistens geschlossene Stände, weil viele Spiele ab 16 und 18 sind und du siehst halt gar nichts. Und das war halt eben bei Spider-Man deutlich angenehmer. Und ja, es sah geil aus, die Leute haben es gezockt. Ich selbst wollte mich nicht anstellen, weil es kommt jetzt halt eben am 7.9. raus und werden wir spielen. Ist cool. Hoffe ich. Mal gucken. Weil es ist ja bald soweit. Ja, nächste Woche Freitag. Ja. Ist vom Entwickler von Sunset Overdrive, ne? Hat das irgendjemand gespielt von euch? Ja, ich glaube, ich habe es mal kurz angespielt, aber nie wirklich durch. Nee,
Stimmt nicht, Sunset Overdrive habe ich nicht gespielt. Das ist, glaube ich, einer der wenigen Exclusive-Titel auf der Xbox, richtig? Mhm. Ja, soll jetzt aber auch auf dem PC mit Windows 10 kommen, war ein Gerücht. Dann würde ich es nämlich da auch nochmal spielen, weil ich habe es eben auf der Xbox nicht gespielt. Wollte das immer mal spielen. Nun. Okay. Ja, ich gucke es mir auch an. Also, wird mal wieder Zeit für so ein schönes AAA. Bin auch am Überlegen. Echt, echt, Sally, ja? Spider-Man ist so ein, das neben Dragon Quest einer der wenigen Sachen, die mich diesen Monat wirklich reizen. Warum lachst du? Ich habe jetzt erwartet so, oh nee, Spider-Man ist so ein Lulli, da habe ich keinen Bock drauf. Oh nee, ich habe die früheren Spider-Man-Teile auf PlayStation 3 schon gespielt. Da gab's hast auch du nicht... The Amazing Spider-Man 2 auf der PS4 gespielt? Nein. Okay, weil ich habe nämlich versucht, nochmal dieses Spiel... Nee, nicht so. Genau, ich habe nämlich nochmal versucht, was zu diesem Spiel zu finden. Du findest quasi nichts mehr davon und das einzige Überbleibsel ist halt tatsächlich noch auf Gronkh Channel, der das Spiel verarscht hat. Ansonsten existiert davon irgendwie nichts mehr. Also, ja, es gab ja schon mal auf der PS4 einen Spider-Man, wissen die wenigstens, weil es irgendwie ziemlich scheiße war. Also hoffen wir, dass das Neue nicht das Gleiche Das habe ich ausgelassen. Fährt. Aber auf der Dreier haben wir, glaube ich, 3 Spider-Man-Teile da. Und sie sind... Welches fandest du am besten? Müsste ich gucken. Also mir ist Shattered Dimension in Erinnerung geblieben, was noch ganz okay war. Also das hat Spaß gemacht. War das das mit den 4 verschiedenen auf dem Cover? Ja, genau. Ja, das ist... Nee, das hat mir am wenigsten gefallen. Echt? Von den ganzen her. Ich glaube, das war da, wo man cool. Spidey 2000 spielen konnte. Das war gar nicht schlecht. Konntest du in Shattered Dimension auch? Also den Zukunfts-Spidey, den dunklen Spidey? Ja. Also den Noir, oder wie er heißt. Den Noir-Spidey, genau. Ja. Nee, das war nicht ganz. Meinst du, es gibt eins, das sich nur um den 2000er gedreht hat? Das war ganz gut. Entschuldigt, ich gebe mir gleich eine Gelo-Voice holen. Alles gut. Das fand ich ganz gut. Und Spider-Man... Ich mag, wie es aussieht. Es ist schnell, es ist, ne, das ist... Mal gucken. Ich habe Spider-Man damals... Ich habe Spider-Man damals nur auf dem Gameboy gespielt und habe mich immer gefragt, wo er überhaupt diese Fäden hinschießt. Weil die Gehäuse waren immer noch vor dem Bildschirm zu Ende, aber die Fäden gingen immer aus dem Bildschirm raus. So, ob er sich dann den Wolken hält, das habe ich nie verstanden. Aber ich war 11 Jahre alt, von daher. Aber du warst sehr klug. Wieso? Weil du das hinterfragt hast. Ja, und dann dachte ich mir, literally unplayable, und hab's weggelegt. Gute Entscheidung. Es war eine gute Entscheidung. Trotzdem bist du Nintendo-Fanboy geworden. Das verstehe ich überhaupt nicht, nach solchen Ereignissen, dass du überhaupt noch ein Fanboy sein kannst. Die haben dich damals schon verarscht. Hör nicht, was der Onkel sagt. Ich hab keine Ahnung. Das war nicht von Nintendo, Mann. Das war nur auf dem Gameboy. Ach so, und der Gameboy ist von? Nintendo. Aha. Ja. Ja, und? Ja, man muss auch gleich mal verallgemeinern lernen in der Jugend, ja? Muss gleich alles über einen Kamm geschoren werden. So. Slav! Ja? Dein Spiel. Ja, genau. Das Erzähl war das, mir was ich für den Trailer-Teaser... Immortal Unchained, 7.9. Ich konnte schon spielen und ja. Macht Spaß. Also, ist quasi, ich rede schon wieder heute viel über Souls und Souls-like, ist ja mehr oder minder Souls mit Knarren, Mann. Ich dachte, ich werde es nicht spielen können, weil man kein Aim hat oder weil ich kein Aim habe. Macht es natürlich einfacher, glaube ich, wenn man dann vielleicht mit Maus und Keyboard spielt und gutes Aim hat, aber es gibt die Dark Souls-typische Lock-On-Funktion und damit triffst du halt die Mitte des Körpers vom Gegner. Ist eine Mischung aus mit einer Waffe draufhauen, also Nahkampfwaffe, und aus Fernkampf draufschießen und Souls-like-ig aufgebaut. Du gehst durch ein Level, es gibt mehr oder minder Checkpoints, aka Bonfire, wo du halt eben deine Gesundheitsfläschchen wieder auffüllen kannst, kannst mit deinen Punkten Upgrades machen, also quasi ein Level-System ist dahinter. Es gibt halt Bosskämpfe und den Bosskampf, den ich halt spielen konnte, fand ich innovativer als die letzten Bosse in Dark Souls 2 und 3, muss ich sagen. Weil der Bosskampf hatte halt eben Mechanics, die du erstmal verstehen, lernen und dann meistern musstest. Es war nicht einfach nur Tank und Spank oder Tank oder Angriff und Dodgen oder so, sondern es war halt eben, du musstest irgendwas machen. Und das fand ich halt ziemlich innovativ und ja, mir hat Spaß gemacht. Hab's gerne gespielt, knapp 10 Stunden habe ich es jetzt schon gespielt und ja, ich freue mich auf den Release und werde es mir dann dementsprechend auch nochmal komplett im Stream halt geben. Okay.
Es sieht so aus, als könnte es halt richtig gut werden oder aber auch gleichzeitig richtig kacke. Also, weiß nicht. Ja, ich sag mal, ich würde es jetzt nicht in die Kategorie super über AAA Polish as fuck einstufen, sondern eher, was man vielleicht so kennt, wie das erste Lords of the Fallen oder meinetwegen so in die Richtung von Technomancer oder solchen Games halt. Wie gesagt, wenn du halt grundsätzlich Spaß mit stamina-basierten Souls-like-Spielen hast, wirst du den ja auch haben. Sollte es dein erstes sein oder du hast die anderen immer gehasst, wirst du das auch nie mögen. Ja, eben. Ich bin bei vielen Spielen Technomancer, dachte ich auch erst, wird gut und dann war es doch eher meh. Ja, oder vielleicht so auch die Schiene wie Vampire oder sowas. So, ja. Hat jetzt zwar nichts mit dem Combat zu tun, aber ja. So die Art oder vielleicht das Budget, was man vielleicht vergleichen könnte. Gut, aber wollen 50 Euro für das Spiel haben, ne? Und das ist halt dann wieder schwierig. Dann müssen sie halt vielleicht doch Glauben an ihr Spiel haben oder ich weiß nicht. Also ich werde mir das auf jeden Fall geben. Ich bin mal gespannt, ob das länger als eine Stunde durchhält. Bin ich auch gespannt. Bin mal gespannt, ob das länger als eine Stunde durchhält. Es sieht nämlich echt cool aus, aber Videos sind Videos und Spiel ist Spiel, ne? Mal sehen. Am 7. kommt das. Ja. Ja. Na, dann haben wir für den 7. schon einen Termin. Das heißt, wir müssen von 4. bis 7. Spider-Man, das wäre der 4., 5. und 6. Spider-Man kommt gleich zeitgleich am gleichen Tag. Mhm. Deswegen beide am 7. Sowohl Spider-Man als auch Immortal Unchained. Das heißt, ich werde mir erstmal ein bisschen Spider-Man geben, weil ich Immortal schon gespielt habe. Und Immortal dann auch erst später ein bisschen anfangen. Weil es kommt ja eher als zeitgleich raus. Ja, gut, Spider-Man einen Tag fertig. Uff. Easy. Okay. Am 7.9. der gleiche Tag, an dem Spider-Man und Immortal Unchained rauskommt, kommt auch für die Freunde des sportlichen der Unterhaltung. So. Yes. Kommt NBA Live 19 raus für PS4 und Xbox One. Echt nicht für den PC? Nee, ja, ich glaube, die ganzen oder viele EA Sports sind halt Konsolen only, ne? Mm. Ich muss persönlich sagen, ich bin vom Handling, so was ich an Basketballspielen gespielt habe, ich bin jetzt nicht so erfahren, aber ich finde so von allen amerikanischen Sportarten finde ich Basketball tatsächlich immer noch am interessantesten. Finde ich die 2K-Spiele immer einen Ticken besser als Live. Also ich habe mir Live damals geholt, als die FIFA 18 zusammen mit dem letzten NBA Live in so einem Set für 20 Euro, 30 Euro verhauen haben, weil es schon lange draußen war. Hab's angemacht. Die Funktion, manche Funktionen habe ich überhaupt nicht verstanden. Also da konntest du dir einen eigenen Spieler entwickeln oder erstellen. Konntest dafür eine App runterladen auf dein Handy und ein Foto von deinem Gesicht machen. Und dann konnte das auf dem Spieler landen. Und toll, klingt in der Theorie super. Die App hat nicht funktioniert. Die App konnte überhaupt gar keine vernünftigen Fotos machen, keine Ahnung. Und dann habe ich versucht, das zu spielen und ich habe halt schon NBA 2K gespielt und habe in dem Spiel überhaupt nicht die Steuerung verstanden. Im ersten Spiel und das Spiel hat es mir halt auch leider nicht erklärt. Das fand ich ein bisschen schade. Persönlich bin dann doch eher Fan von NBA 2K. Und ich habe es ausgemacht und nie wieder angespielt. Kann sein, dass ich einfach nur ein Noob bin und mich nie wirklich damit beschäftigt habe und jemand, der ein richtiger Crack ist in dem Spiel, sagt, okay, NBA Live hat die wesentlich bessere Steuerung als NBA 2K und was quatscht der Typ da, deswegen ohne Gewehr, aber ich fand immer 2K angenehmer, muss ich persönlich sagen. Ich hab nur NHL. Also wenn ich mal ein Sportspiel spiele, dann ist es NHL. Ansonsten, ja, früher war Eishockey halt cool, aber früher habe ich es gespielt, weil du dich darin prügeln konntest. Kannst du heute auch noch. Ja? Ja, gut. Ah! Ja gut, warum sollten sie den Hauptkaufgrund auch rausnehmen, ne? Also, NHL geht immer. Aber es ist ja auch jedes Jahr, ich weiß gar nicht, NBA kommt, glaube ich, nicht mehr jedes Jahr, ne? So. Ja? Zwei Spiele. Von 2K und von EA. Abgefahren. Ich meine ja, NBA Live 18 gab es auch. Und dann haben die noch diese Straßenbasketball-Variante.
Haben sie auch noch? Ich weiß nicht, wie die heißt. NBA Streets oder so? Das ist cool. Da kann man so rumtricksen und so. Genau, aber das ist auch nicht so ernst gemeint, ne? Nee, genau. Nun. Ja. Das Problem nur an NBA, möchte ich noch mal kurz dazu sagen, aber das ist halt das Schwierige, weil es halt eine Simulation der echten Welt ist. Es sind einfach viel zu viele Spiele. So, die spielen ja, ich weiß nicht, teilweise 3 Spiele die Woche. Wenn du das mit Fußball vergleichst, wo eine Saison halt schon relativ lang ist bei FIFA, wenn du das auf NBA nimmst, ich habe noch nie in so einem Spiel eine ganze Saison ausgehalten, weil 3 Spiele die Woche, 2 Spiele die Woche, wie viel es auch immer sind, das ist einfach viel zu viel. Bis zum Ende habe ich schon das Interesse verloren. Das war da muss man ein Basketball-Fan sein, ne? Ja, denke ich. Richtig. Ich als Casual. Nun. Wer spielt das nächste? Gute Frage. Also ich finde, es sieht interessant aus. Ja. The Inner Friend heißt es. Erscheint am 6. September. Oh. Also zumindest steht bei Steam 6. September. In meiner Liste steht 8. September. Nehme mal an, dass Steam stimmt. Also 6. September, ein Tag vor allen anderen Spielen, kommt The Inner Friend raus. Ja, sieht auch ein bisschen aus wie so eine Art Walking Simulator. Was ich jetzt von der Story mitbekommen habe, ist, man muss quasi das Gehirn eines oder die Psyche eines Menschen entwirren und spielt dafür Situationen aus seiner Erinnerung. So halt psychologisches Adventure, kann man das so sagen. Psycho-Horror. Sieht ganz cool aus, muss ich zugeben. Aber kann auch total floppen. Mal gucken. Aber dann spiele ich so Spiele gerne. Ja. Für mich sieht das nicht so interessant. Also ich, für meinen Teil, für mich sieht es nicht so interessant aus. Das ist bestimmt ein sehr klasse Spiel. Das war ja bei der Indie Arena Booth. Kann nur gut sein, eigentlich. Aber für mich ist das nicht. Ich sehe halt nicht viel Gameplay, ne? In den Trailern. Und das ist mein Problem. Ich denke, es wird viel erkunden sein. Es wird so in die Richtung erkunden gehen und mehr so dieses, die interaktive Story. So. Wir durchlaufen das Leben quasi. Aber da bin ich eh mit Horror und so bin ich eh raus. Ich mag Horrorspiele nicht. Ich habe mich letztes Jahr, glaube ich, durch Resident Evil gequält. Also nicht gequält, es hat schon Spaß gemacht, aber ich für meinen Teil kann mit Horror nichts anfangen. Uff. Da habe ich irgendwann im Stream am Herzinfarkt, da habe ich keine Lust mehr. Nee. Nix für mich. Ich mag Horror. Aber ich sehe da jetzt nicht so viel Horror drin. Also ich kann mich auch täuschen. Hm. Ja, wobei tatsächlich, jetzt kommt wieder, wir müssen es ja sliken, so Little Nightmare irgendwie, zwar jetzt nicht als Sidescroller, weil es hier tatsächlich auch mehr in die Tiefe reingeht, also ins Bild hinein, aber so irgendwie, damit hätte ich es jetzt vielleicht so ein bisschen assoziiert. So ein bisschen nur in 3D. Ich liebe Little Nightmares, ne? Ja, das aber daran erinnert es mich so ein bisschen, zumindest was ich halt sehe. Ich selbst habe halt nicht die Chance gehabt, das zu spielen oder so. Sieht ein bisschen aus, eben eher noch wie Inside oder Limbo. Ja, oder, ne? Oder sowas, genau. Genau. Nur halt dreidimensional. So. Also, kann definitiv den einen oder anderen interessieren. Sehe ich schon. Soll ich zum nächsten springen? Können wir ja auch schnell abhaken, weil wir haben jetzt gerade schon über Basketball geredet. NBA 2K19. 18 war leider ein bisschen kaputt durch sehr, sehr übertriebene Microtransactions, fand ich. Da gab es ja Screenshots, die gerade aus dem Spiel gemacht worden sind, um mit Beispielen zu erklären, wie kaputt Spiele gemacht werden können mit Microtransactions. Das war ja schon fast ein Mobile-Game, das für einen Vollpreis erschienen ist letztes Jahr. Mal gucken, wie viel in NBA 2K19 drin sein wird davon. Ja.
Also ich wäre vorsichtig beim nächsten Teil. Werde ich auch sein. Ja, dann 12.9. Achso, das kommt am 11.9. raus. Genau, NBA. Also 4 Tage nach NBA Live. 12.9. dann State of Decay 2. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was State of Decay ist, weil ich mich nie damit beschäftigt habe. Ich weiß noch irgendwas mit Zombies, glaube ich. Und da bin ich meistens schon raus. Von daher überlasse ich die Bühne euch. Wobei das gezeigt jetzt nicht das Richtige war. Ja, keine Ahnung. State of Decay 1 fand ich gut. State of Decay 2 habe ich abgebrochen, weil es mir nicht gefallen hat. War irgendwie sehr langweilig, sehr viel langweiliges Micromanagement. Ich habe mir für den zweiten Teil mehr Micromanagement gewünscht, aber der Teil war irgendwie langweilig, weil du immer und immer wieder dasselbe halt machen musstest und es keinen richtigen Multiplayer hatte, was sie ja am Anfang angekündigt haben, sondern es war halt irgendwie nur missionsbasierend. Das heißt, einer konnte dir in der Mission helfen. Aber für ihn hat der Progress halt nicht gezählt und du musstest dann die Mission nochmal bei ihm halt machen. Also das heißt, du konntest es auch nicht wirklich zusammenzocken. Nach 3 Streams habe ich gesagt, yo, dankeschön, auf Wiedersehen. Was jetzt genau dieses Daybreak-Pack ist, was dann nochmal für PC oder Xbox kommt, keine Ahnung, ob es ein Add-on ist, ein DLC, ein Season Pass, Moped, ich weiß es nicht, kann ich nicht sagen. Habe ich mich nicht schlau gemacht, gebe ich ganz ehrlich zu. Wow, das von dir. Ja, das Spiel hat mich enttäuscht. Ich hatte mich sehr darauf gefreut und es hat mich down. Jetzt hau ich zurück. Ich habe das doch vor ein paar Wochen oder Monaten bei einigen Leuten gesehen. War das eine Beta? Nee, das war schon das Spiel. Das sieht so aus, Sally. Das muss so. Das ist Kunst. Nein, also das fertige Spiel ist schon draußen. Ich weiß nicht, wann habe ich es denn gestreamt? Vor, keine Ahnung, Anfang des Jahres irgendwann. Und war für mich auch einer mit der Enttäuschung halt des Jahres, weil war halt nicht so toll. Das ist aber jetzt das DLC dazu und das ist genauso irrelevant wie das Spiel. Okay. Das wird genauso irrelevant sein wie das Spiel, leider Gottes. Also es wird wenige geben, die da Bock drauf haben. Gehe ich mal davon aus, aber... Ja, Chat sagt auch schon, also es hypt wirklich keiner und bei vielen auch so die Einschätzung, eher Fehlkauf des Jahres und Enttäuschung und nun. Naja, vertane Chance. Ja, der erste Teil... Der hat ja mehr oder minder so ein bisschen, ja, wie nennt man das? Fansympathie, gerade weil es so rumpelig war und so ein bisschen junkig. aber nun, ja, beim zweiten haben sie genau dasselbe gemacht, nur mit Multiplayer und den dann halt kacke. Jo. Also, ich wüsste jetzt nicht, was da irgendwie in einem DLC drin sein könnte, was das besser macht, außer die haben ein komplett neues Spiel draus gemacht. Also, hast du jetzt das zu Ende gespielt? Nee, bist verrückt. Also auch nicht, okay. Bist du des Wahnsinns? Ich habe das nach 2 Streams ausgemacht, weil ich nur die ganze Zeit immer die gleichen Mist gemacht habe. Nur weil ich gesagt habe, so, ey, sorry Leute, so viel Medizin, wie ihr wollt, kann ich gar nicht ranschaufeln. Nee. Ja, und das ganze Loot-System mit dem Auto und Hinkarren, das war zum Beispiel die beste Funktion aus dem ersten Teil. Du konntest ja irgendwie anrufen und so Pakete schnüren, die dann deine Typen quasi als PC, der dich steuert, die Beute abholen. Ja. Das haben sie ja rausgepatcht. Du musstest ja jedes bisschen Loot halt selbst irgendwie irgendwo hinfahren, was halt so super nervig war. Und wo ich dann auch gesagt habe, genau, das war du, ey, ich bin doch hier nicht der Lakai, der nur Loot durch die Gegend transfert. Das ist ja eh nicht der Loot-Transfer-Simulator. Doch war's. Du warst also, der Chef und der Loot-Beauftragte gleichzeitig. Ja, das hat mir keinen Spaß gemacht. Ja. Nun, der nächste AAA-Kracher im September. Also der zweite. Gibt, glaube ich, 2. Was schon reicht, finde ich, für einen Monat. Shadow of the Tomb Raider. Oh ja. Werdet ihr es mit oder ohne RTX spielen? Mit was? RTX. Mit, na natürlich. Wie? Was? Womit? Der feine Herr spielt mit RTX. Warum denn nicht? Weil du noch keine Grafikkarte hast mit RTX? Oder holst du dir direkt die 2080? Ich habe noch keine Grafikkarte. Schaut mal, wie kriege ich denn in die PlayStation? Wovon redet ihr? Ach, PlayStation. Hä? Wir reden von den neuen Nvidia-Karten, Mann. Die haben doch Shadow of the Tomb Raider als Beispiel gezeigt für die neue RTX-Technologie. PlayStation. Profis. Cooles Spiel. Werde ich spielen. Nein, jetzt mal ohne Scheiß. Hast du schon eine 20er-Karte? RTX-Karte vorbestellt?
Oder schon da? Weiß nicht, wovon du redest. Weiß nicht, wovon du redest. Raytracing. Ich rede von Raytracing. Stimmt, davon haben wir auch nicht gesprochen, ne? Von den neuen Grafikkarten-Generationen von Nvidia. Nee, stimmt, haben wir nicht. Sollten wir. Also Shadow of Tomb Raider werde ich mir auf jeden Fall mal gönnen. Ich habe ja jetzt bis jetzt alles schon gespielt. Freue ich mich drauf. Echt gut. Jo. Werde ich auch halt sofort spielen. So Uncharted, Tomb Raider-Dinger. Genau das, was ich gerne spiele. Und hoffe ich, dass das ein cooles Game wird. Das Einzige, wo ich so ein bisschen Angst habe, ich weiß nicht, da hat man aber auch nichts mehr von gehört, dass es halt wohl optionale Tombs als Microtransactions geben soll. War mal so die Runde, davon habe ich nichts mehr gehört. Ich hoffe nicht einfach, dass sie sagen, ja, hier ist das Spiel, da sind 5 Tombs drin und 35 Tombs kannst du jetzt noch extra kaufen. Das hätte so ein bisschen negativen Beigeschmack, aber ansonsten freue ich mich auf das Spiel, weil, wie du schon sagst, die ersten waren halt unterhaltsam und ich mag so looten, leveln, ein bisschen rumballern. Also wenn man cool. jetzt bei Shadow of the Tomb Raider Choose Your Edition guckt, dann gibt es im Season Pass Challenge Tombs 7 Stück extra. Und das gibt es nur in der Croft Edition. Und die Croft Edition, Vorsicht, 89 Euro. Naja, da ist halt der Season Pass mit drin, ne? Die gibt es bestimmt für 2080 Ti dazu. Es ist halt ein Square Enix-Spiel. Das darf man halt nicht vergessen. Und Square Enix und Pre-Order-Boni und so. Geld, das ist halt eine Beziehung, die sie führen. Ich sag, Slappy, ich sag's dir, ich sag's euch, ja, zum Glück ist September. Zum Glück ist September. Jetzt könnte Spoiler man nicht das, die Twitch-News. Könnte man sich ja das hier alles gar nicht kaufen, Mensch. Ich muss persönlich sagen, ich habe ein schwieriges Verhältnis zu Lara. Ich hab sie früher geliebt. Sie war Bay. Die ersten zwei Teile, die hab ich wirklich also ohne Ende gespielt und geliebt. Und ich kann mich bis heute noch erinnern an die Bootsfahrt durch Venedig im zweiten Teil. Und das Haus, wo man ständig den Butler im begehbaren Kühlschrank eingesperrt hat und irgendwie versucht hat, das Rätsel zu lösen im Garten. Danach kam halt viel Mumpitz raus und mit der neuen Lara haben sie ja wieder einiges richtig gemacht. Aber ich persönlich muss sagen, mir hat das Gameplay halt, es hat mir immer Spaß gemacht am Anfang und ich mag Pfeil und Bogen und ich mag die Stealth-Einlagen und ich bin ein großer Fan von Uncharted. Aber es war mir zu viel Uncharted und zu wenig Uncharted, wenn das Sinn macht. Zu wenig Tomb Raider. So im zweiten Teil haben sie es richtig gemacht. Sie haben die Rätsel wieder mehr reingebracht, die mir im ersten Teil viel gefehlt haben. Also eben diese Tombs. Ich finde es halt schade, dass sie jetzt 7 Tombs in Season Pack packen und nicht ins Spiel selbst. Und dass die immer so ein bisschen extra waren, hat mich immer gestört. Also die haben halt im zweiten Teil gab es halt viele Tombs, die zur Story dazugehört haben, die man erledigen musste, aber es gab auch viele optionale, die einem halt bessere Ausrüstung und sowas gebracht haben. Und das fand ich immer schade. Ich fand, die Rätsel waren immer das, was für mich persönlich Tomb Raider ausgemacht hat. Das Rumrennen und mit der, nicht mit der Glock, wie hieß denn die Waffe, die Desert Eagle, mit der Desert Eagle auf Tiger schießen, das war für mich eher Gameplay, was sein muss, damit das Spiel nicht zu schnell vorbei ist. Und das haben sie halt natürlich wesentlich actionreicher gemacht, aber es ist halt dieses klassische Uncharted, du musst halt entweder mal stealthen, manchmal musst du den Leuten ins Gesicht schießen und dann wieder Rätsel lösen. Dass ich mich nicht selber dazu entschließen kann, nur durch zu stealthen oder nur durch zu ballern, finde ich halt schade. So. Das ist halt, das fühlt sich eher an, als hättest du halt 3 verschiedene Spiele, die du immer wieder halt hinterher spielst. So das, was Batman dann den letzten Teil für mich persönlich kaputt gemacht hat. Dass du immer wieder hier mal schlagen, hier mal stealthen und da wieder Auto fahren. Das hat halt Tomb Raider halt auch nur ohne Auto. Und das finde ich persönlich schade. Aber ich werde es mir wahrscheinlich wieder kaufen und angucken und wieder 10 Stunden, bevor das Spiel zu Ende ist, aufhören und nie wieder anmachen. Das hört sich nach meiner Final Fantasy Experience an. Oh, hier ist der Endpost. Okay, jetzt können wir zumachen. Ja. So ungefähr spiele ich immer Tomb Raider.
Zumindest die Lächter. Hm? Echt, ja? Ja, also Anniversary jetzt... war das letzte, was ich durchgespielt habe, glaube ich. Tomb Raider Anniversary. Jetzt mal kurz unter uns, ne? Die ganz früher, die wir gespielt haben, mit den eckigen Pyramiden vorne rum, die waren auch schon von Eidos, oder? Ja. Ja, bin ich mit. Also hat Eidos diese IP nie abgegeben, oder? Meine nicht, ne. Meine, ich habe schon in Tomb Raider, also auf jeden Fall in 3 habe ich schon die Tomb Raider, die Eidos, das Eidos-Logo gesehen. So. Ich spiele die Dinger tatsächlich erst seit den letzten beiden. Also früher echt? Mochte ich Tomb Raider nicht so wirklich. Keine Ahnung. What? Ja, weiß ich nicht. Mochte ich nicht irgendwie. Wer hat jetzt erst mit den letzten beiden Auflagen, finde ich cool. Wie kann man denn Tomb Raider nicht mögen? Ich habe nie einen Tomb Raider gespielt. Echt? Nicht meins. Ich habe nie einen Uncharted durchgespielt, mir den ersten Teil angefangen. Ist nicht meins. Ja, nun. Ja, gut, hast du. Ich meine, es ist halt auch nicht jedermanns Sache. Bei Uncharted ist ja auch nicht diese Adventure-Sache. Guckst du Indiana Jones? Nee? Liest du okay. Dann schließt sich da für mich der Kreis. Das ist halt, ich glaube, wenn du damals Indiana Jones geguckt hast, das gefeiert hast, dann bist du halt mit Tomb Raider und Uncharted halt genau in der Gegend. So, das ist Adventure, Tombs und super viele Rätsel, tolle Sachen in Höhlen. Dinge finden und so weiter und so fort. Ich fand aber persönlich, also die alten Uncharted-Teile habe ich zum Beispiel auch nicht durchgespielt. Die fand ich auch eher ermüdend. Aber Uncharted 4 war halt echt gut. Ja, das hat mir am meisten Spaß gemacht. Und dann eben dieses, was danach rausgekommen ist mit den beiden Mädels, das für mich persönlich das beste Uncharted ist. Lost Legacy. Aber nur, weil da Mädels mit dabei sind. Ja, natürlich. Nur, weil da Mädels mit drin sind. Aber der Uncharted hat sich, glaube ich, für mich hat sich Uncharted nie geändert, außer dass die Grafik und die Effekte besser geworden sind. Also ich habe ja alle gespielt bis jetzt und ich fand sie alle ziemlich gut. Wir haben alle im Haus, Stefan hat alle gespielt, fand sie super und ich so, weiß nicht. Ja gut, muss ja nicht. Es sind halt, also ich habe sie selber gerne gespielt, aber es sind halt Normie-Spiele. Sind jetzt nicht so Core-Gamer-Spiele. So, das sind halt Spiele, die halt bei den Leuten auch im Schrank stehen, bei denen auch FIFA halt steht und sonst nix. Wo die PlayStation auch mal verstaubt. Ich würde es halt als Popcorn-Spiele halt bezeichnen. Genau. Das ist halt so, ne, das spielst du halt, das hat eine Kampagne, das weißt du, das hast du so in 15 Stunden maximal durchgespielt und dann ist gut. Macht mir Spaß. Also ja, ich mag Uncharted, ich mag die letzten Mal in Tomb Raider, ich freue mich darauf und hoffe, dass es ein cooles Game wird. Das soll jetzt kein Diss sein. Normie-Spiele. Soll jetzt kein Diss sein. Nee, aber Normie-Spiele. Ich habe einen Ordner auf der PlayStation, der heißt Normie-Spiele. Da ist nämlich genau Lost Legacy auch mit drin und FIFA. Normie-Spiele? Ja, irgendwie muss man ja Ordnung halten. und wie heißt der andere Ordner, wo jetzt, sage ich mal, deine Ich-bin-speziell-Spiele drin sind? Exklusiv. Like Sleth Approved. JRPG Nintendo. Ja, genau. Ich habe einen Ordner auf meiner PS4, der heißt Nintendo. Nein, Nintendo ist auch Normie. Normies haben früher zu Videospiele spielen Nintendo-Spielen gesagt. Also ich auch. Meine Mama nennt das immer noch Nintendo-Spielen. Ich habe gerade gedacht, deine Mama sagt dazu noch Normie. Nein. Ja gut, Slappy, dann du alter Normie, dann erzähl uns doch mal was über das nächste Normie-Spiel, was Souls-like, JRPG und Nintendo ist. Ist das ARPG? NHL 19, ich kann dir da nicht viel zu sagen. Ich habe das letzte Mal ein Eishockeyspiel habe ich, glaube ich, gespielt auf dem N64.
Und alles, was ich davon noch in Erinnerung habe, war, dass man sich da prügeln konnte und dass die ganze Zeit diese Orgel gespielt hat. Ja, genau. Das ist das Einzige, was ich noch weiß. Sonst, keine Ahnung. Ich habe letztens 18 gespielt. Im Prinzip Fußball, ne? Letztens 18 im Stream gespielt, glaube ich. Und? Vor einem halben Jahr oder so? Ist gut. Oh, hieß er nicht Wayne Gretzky? Wer? Der, nachdem die NHL-Spiele auf dem N64 benannt waren. Ich glaube, Wayne Gretzkys Eishockey oder so. Hieß das. Weiß ich nicht. Kann auch sein, aber dass Wayne Gretzky ein Footballer war. Ja, ist egal. Ja, ich hab damals so NHL 96 gespielt. Ist ein bisschen her. Ist nicht mehr dasselbe wie früher. Ja, aber ich glaube, es lebte damals wie heute so ein bisschen von der Faszination der Aufmachung. Es ist halt amerikanischer Sport, der ist halt bunt, der ist laut. Du hast halt damals eben schon Videosequenzen drin gehabt mit halt Vertonung von Hymnen und Kommentatoren und so. Und ja, das war damals cool. Ich glaube, wer das mag, ist heute immer noch cool. Unter Eishockey halt. Nun. Früher konnte man auf der linken Seite anfahren, rein aufs Tor, rechts rüber spielen und dann einbuchten. Das geht heute nicht mehr. Heute komisch. Muss man dafür einen Flickfuck machen, Vorwärtssalto A, B, hoch, runter, X, Y und die beiden Bumper drücken und dann kannst du einen Trick machen und dann hast du Glück, wenn er gegen Pfosten geht. Es früher konnte ich in FIFA auf den einen Pixel die Ecke schießen und ich habe immer ins Tor getroffen. Echt, ja? Ja. Das geht heute auch nicht mehr. Scheiße. Vielleicht doch nicht mehr so ein Normie-Spiel. Was? Doch. Doch, das ist bestimmt noch ein Normie-Spiel. Ja, NHL 19 kommt am 14.09. raus. Also, ich würde die alle gerne irgendwann mal spielen, aber die kosten immer so viel. Dafür, dass ich die nur einen Tag spiele. Ja. Was du machen kannst? EA Access gibt's auf PC, beziehungsweise Origin Access, beziehungsweise auf der Xbox. Ich würde mir das auf der PlayStation wünschen. Das würde ich dann sogar abschließen. Du kannst zwar dann nicht das aktuelle, was in dem Jahr rausgekommen ist, spielen, aber das vom Vorjahr. Das reicht dann Leuten wie dir und mir wahrscheinlich auch, dass man dann mehr oder minder für umsonst halt diese Spiele halt spielen kann. Also wie gesagt, ich wünschte mir, dass dieses EA Access-Ding irgendwann mal auf die PlayStation halt kommt. Weil genau dafür ist es ziemlich geil, dass du halt eben quasi die ganzen Sportspiele vom Vorjahr halt mitspielen kannst. Neben den anderen Titeln, die halt eben auch im Programm sind, wie jetzt, was weiß ich, Mass Effect Andromeda, oder hast du nicht gesehen? Oh ja, Mass Effect Andromeda. Ja, yeah. Halt Normie-Spiele, aber die kannst du abonnieren. Und nee, Mass Effect Andromeda ist kein Normie-Spiel. Ja, doch. Leider. Das ist ein Meme-Generator. Hat das jemand durchgespielt? Hallo, hi, ja. Und wie war deine Erfahrung? Mhm. Mass Effect Andromeda, Sali? Ja, es war nicht so kacke, wie es totgememt wurde, aber es war... Nichts ist so kacke, wie es totgememt wird. Es war, ja, eine Enttäuschung, wie gesagt, nach den ersten Teilen, wobei der dritte auch schon, zumindest das Ende, ein bisschen seichter war. Ja, das ist halt eben nicht mehr das Mass Effect, was man für Teil 1 und 2 gespielt hat. Es war halt eben, ja, es ist Mainstream halt geworden und nun. Für ist mich halt schade. Für mich ist Mass Effect einer der die ersten drei der schönsten und besten Spielereihe aller Zeiten. Und ich bin da so extrem, dass es für mich auch nur John Shepard gibt. Jeder, der einen weiblichen Charakter spielt, da werde ich schon. Oder der das Gesichtszüge verändert. Ich bin da sehr extrem. Und ich habe mir Andromeda geholt zu Release und habe mich bis heute immer noch nicht getraut, es zu spielen. Weil ich es wahrscheinlich nicht objektiv so, von ganz außen so, oh, wie ist das Spiel? Sondern weil ich es wahrscheinlich immer mit den letzten drei Teilen vergleichen werde. Und für mich ist Mass Effect... Ich liebe Mass Effect. Jetzt weiß ich auch, wo die Leute hergekommen sind, die mich damals gedisst haben, als ich nicht John Shepard genommen habe. Weil ich habe mir nämlich einen eigenen Charakter gemacht. Die Leute, bist du bescheuert? Es gibt nur John Shepard! Was wollt ihr denn jetzt? Hallo? Es gibt nur John Shepard. Auch aber ich, das haben ganz viele bei mir im Chat. Ja. Es gibt auch viele Leute, die den weiblichen Shepard gespielt haben und den auch sehr gut fanden. Sie.
gab auch Leute, die fanden den Fahrstuhl super toll im ersten Teil und die Map total übersichtlich und klasse. Gehört einfach dazu. Der erste Teil, natürlich. Er gehört einfach dazu. Und der Fahrstuhl? Mass Effect. Der Fahrstuhl gehört dazu. Wir haben den Fahrstuhl, wir haben das, ich glaube, wir haben das damals gecountert. Ich bin über 100 Mal Fahrstuhl gefahren im Mass Effect 1. Ich habe nicht mal die Karte verstanden. Nee, mit der Karte habe ich gar keine Probleme, aber wir sind sehr oft auf Stuhl gefahren. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch zu doof dafür, Karten zu lesen. Ich bin damals sehr in dieser Welt verloren in Mass Effect. Also die ersten beiden Spiele, muss ich echt sagen, die Atmosphäre war das, was das Spiel halt ausgemacht hat. Für mich persönlich. Meine Kamera rutscht. Deine Kamera dreht, tanzt gerade ein bisschen. Du solltest nicht immer so auf den Tisch hauen. Ja, aber wenn ich über BioWare rede, muss ich auf den Tisch hauen. Weil ich traurig finde, was aus denen geworden ist. Die haben Knights of the Old Republic damals gemacht. Ja, aber was willst du machen? Ich meine, du warst in Minecraft auch mal ein großer Streamer und jetzt bist du untergegangen. Wann war ich denn in Minecraft ein großer Streamer? Es ist halt, manchmal kommt die Zeit, da muss man erstmal so ein bisschen, weißt du, abflachen und dann kommt man rise like a Phoenix. Pass auf, das nächste Spiel wird bestimmt wieder Bombe. Anthem? Anthem, ja. Das wird bestimmt wieder Bombe. Ich hoffe. Aussehen tut es jetzt gerade, aber das haben alle Spiele von denen in den letzten Jahren, aber. Mal gucken. Hm. Oh, ein Spiel für Sally. Am 18.09. kommt nämlich Fishing Sim World raus. Ist das nur auf PC? Fishing Simulator. PlayStation. Auch, ja? Soweit ich das weiß, ja. PlayStation. Petri, hi. Ich hab's mir gerade mal angeguckt, ich hab auch Bock, das zu zocken. So schön gemütlich 8 Stunden angeln. Oder, Chat, das ist eine gute Idee, ne? Easy. Okay. Digga, das ist so ein Dovetail. Was? Dovetail ist das. Das sind die, die auch Train Simulator und so rausgebracht haben. Ist das nicht das Spiel, wo du für 100.000 Euro ja alle Add-ons zukaufen kannst oder so? Ich bin mir gerade. Oh, das, nee, ich weiß, welches du meinst. Nee. Ja, das ist, wir sind in 13 Seiten. Ja, hier gibt's eine Menge DLCs. Was? Oh. Ja, ich habe mal nach Duff Train geguckt, die haben sehr viele DLCs, ja. Also, okay. Sowas wie zum Beispiel Train Simulator. South London Network Route, 29,99 €. Wo ist los? Bruder muss los. Bruder muss los. Ja, ist Feuer. Ey, aber Fishing wird vielleicht cool. Da muss man dann nur so einen Warbler kaufen für 20,99 €. Ja. Hey, habt ihr Bock auf neue Köder? Ja, ich habe letztens so ein richtig schönes Paket für 25 € gekauft. Woo! Jetzt bin ich der Geilste. Ja, also gibt's, sieht schön aus, muss ich sagen. Ist das Multiplayer bei dem Spiel? Oder? Mal cool. Kann das Spiel Multiplayer? Nee, ne? Nee, Singleplayer. Wird zumindest nirgends gesagt. Ah. Naja. Es ist auch übrigens in Polnisch verfügbar. Mal gucken. Ich werde das bestimmt mal anzocken. Ich sag mal, für 35 Mark ist das okay, finde ich. Mal sehen, es sieht auch ganz gut aus. Mhm. Ja. Angelspiele kommen ja, glaube ich, 5 Mark. Ja, nicht so. Meinst du es auch nicht? Aber, Sally. Nächstes Spiel kommt am 18.09. auch am 18.09. raus. Transference, glaube ich. Spricht man das aus. Ist überraschenderweise von Ubisoft. Ja, es wurde, glaube ich, auf der E3 so ein bisschen angekündigt. Hab's aber auch nicht mehr wirklich im Hinterkopf. Und
Sieht aber auch nicht uninteressant aus. Mehr oder minder ein Escape Room in einem verstörten Gestand. Was habe ich gesagt? Ja, verstörten Gestand. Ja, genau so ist das Spiel. Oder in einem gestörten Verstand. Ja, passt es euch zusammen quasi. Muss man abwarten. Wie gesagt, man sieht halt eben nicht viel, was das Gameplay halt ist. Wobei es für mich eher tatsächlich nach VR aussieht, aber es ist irgendwie nicht VR. Doch. Echt? Da steht ein Tag, da steht VR. Wo? Bei Steam. Wo? Also gut, die Tags sind halt von Benutzern gemacht, aber das sind drei Tags, Abenteuer, Indie und VR. Ah, okay. Weil tatsächlich bei der Beschreibung steht es nämlich nicht dabei. Verfügbar? Achso, mit und ohne VR, doch in der Beschreibung steht es. Alles klar, okay. Dann wundert es mich, dass sie es halt rechts nicht reingeschrieben haben. Ja. Weil es tatsächlich sehr, sehr VR-ig aussieht. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Ja, keine Ahnung, ob das für die PlayStation rauskommt, vielleicht dann mit PlayStation VR. Würde ich es mir irgendwann vielleicht mal angucken. Weil das lädt dann schon dazu ein. Bestimmt auch ohne VR ganz gut. Mal gucken. Ich meine, die kleinen Sachen von Ubisoft sind meistens ziemlich gut. Die haben da ein Händchen für, finde ich jetzt. Bei den großen Sachen greifen sie manchmal auch ins Klo, aber natürlich nicht immer. Aber so bei den kleinen Sachen, finde ich, da investieren die ihr Geld dann schon ganz gut. Ja. Ich muss gerade bei Beleuchtungssimulator, musste ich gerade lachen. Sieht aber ganz hübsch aus, ne? Ja. Also sollte man sich aufschreiben. Dann ein Spiel, was wir alle hier in unserem Herzen tragen und ich mich auch drauf freue. Am 20.09. kommt CrossCode endlich raus. Ein Spiel, das mittlerweile seit 2015 im Early Access ist und trotzdem immer noch positive Sachen, positive Bewertungen bekommt, weil die Leute es feiern. Wir hatten ja den Entwickler da. Ja. Radical Fish. Hat uns einige Einblicke gegeben in das Spiel, in die Entwicklung. Sieht sehr interessant aus, hat ein paar interessante Kniffe. Also man spielt halt mit diesem Minigame, was war das, Ballspiel, so ein bisschen. Und die Story sieht auch sehr interessant aus. Ich habe es schon seit einem Jahr, glaube ich, mittlerweile auf dem PC liegen und warte eigentlich nur darauf, dass es erscheint. Genau wie ich. Ja, ich freue mich drauf. Ich will mir das auch mal reinziehen, glaube ich. CrossCode. Ja. Man hat ja dann irgendwann, wenn man einen Entwickler mal kennengelernt hat, so eine persönliche Bindung zu ihm, was ich übrigens immer ein bisschen doof finde. Man fühlt sich immer so verpflichtet, die Spiele zu spielen. Aber CrossCode ist, glaube ich, so eine Sache, wo ich sagen muss, ich müsste theoretisch, glaube ich, passen. Aber durch diese persönliche Bindung, werde ich mir das trotzdem mal angucken und bin sehr gespannt, was das kann. Ja. Du hast in den letzten Wochen schon viele Spiele gespielt. Der G3. Ich vor 2 Jahren noch gesagt hätte, nee, das passt gar nicht zu dir. Was soll das jetzt heißen? Naja. Erleuchte mich. Also jetzt sagen wir nicht Graveyard Keeper. Auch Moonlighter. Alles so Spiele, wo ich gesagt hätte, nee, sind keine Dizzy-Spiele und du spielst sie trotzdem. Also könnte es auch sein, dass du mit CrossCode gefallen findest. Kann gut passieren, natürlich. Warum nicht? Ich meine, wenn AAA dich im Stich lässt, musst du ja woanders hinzocken, nicht wahr? Und Indie ist ja nun nicht die schlechteste Ecke aktuell. Nein. Wird auch nicht schlechter, ehrlich gesagt. Also. Nee, die wird immer besser. Ja. Die wird immer besser, die in die Ecke, ja. Jawohl. So. Apropos gute alte Indie-Spiele. Das nächste Spiel, das da heißt The Gardens Between, kommt auch am 20.09. raus. Sieht sehr interessant aus für Spieler, die diese klassischen Indie-Spiele damals schon gespielt haben. Also Gone Home und so. Mir fällt jetzt gerade das Spiel nicht ein, was ich am allermeisten damit verbinde. Das war auch so ein Jugendhorrorspiel, da musste man so Radiowellen aufeinander abstimmen und dann hat man irgendwie, war auch so 2D. Keine Ahnung, fällt mir gerade nicht ein, wie es hieß. Auf jeden Fall sieht sehr interessant aus.
kann gefallen. Das ist so ein Fabi-Spiel. Ich finde das schön, dass wir wirklich so Kategorien aufgemacht haben. Das Fabi-Spiel. Ja. Das Slappy-Spiel. Und dann gibt's Souls-like, JRPG und Nintendo. Wir sollten wirklich mal so eine Kategorie eröffnen. Jetzt mal wirklich, dass wir so virtuell so einen Stempel rausballern. Jetzt mal ernsthaft. Genau. Und dann machst du so Fabi-Spiel, Holly-Spiel, Souls-like. Das wäre doch geil. Und dann bei den Brettern des Jahres küren wir dann das beste Holly-Spiel 2018. Ja, zum Beispiel. Warum dann nicht? Ich meine, zu Ehren von guten Content-Creatern könnte man das wirklich machen. Also Fabi zum Beispiel und auch jetzt beispielsweise Holly sind wirklich prädestinierend für dieses Genre, finde ich. Für zwei verschiedene Genres. Ja, für die Genre, die jetzt halt dazu zu den Namen gehören. Warum sollte man das nicht machen? So quasi als Anerkennung, Honorierung? Oh Mann. Oder was? Hm? Nee, die Idee kommt super an. Ja, Entschuldigung, dass wir das Slath-like nicht genommen haben. Das habe ich ja ganz vergessen. Das kommt Slath-like. Auch. Aber das wird. Ach nee, Sekiro ist erst nächstes Jahr. Ja. Was ist das beste Slath-like? Boah, dieses Jahr gab es gar nicht so viel. Aber ja, wir finden schon was. Irgendwas, ja. Für Sali könnte man Trash nehmen. Wow. Das war jetzt aber schon ein bisschen gemein. Warum? Hashtag Sally plays Trash. Also ganz ehrlich, wer von uns hat mehr Trash gespielt als Sally? Niemand. Sie ist quasi schon die Trash Queen. Sie könnte Borderlands-Charakter sein, die Trash Queen. Oh Mann. Bin ich gut. Ah, siehst du? Gute Idee. Ja, aber bei dir wird's halt schwer. Der Nintendo-Guy. Nee, jetzt mal wirklich, Slabby. Was würdest du sagen, ist dein prädestiniertes Genre? Aktuell? Also an sich würde ich eher sagen, Weltraum-Survival-Spiele. Keine Ahnung. Alles, was so in die Richtung Minecraft geht, aber da ist in letzter Zeit ja nicht mehr so viel rausgekommen. Minecraft 2 wird Slabby-like. Ja. Ach du, KSP 2, aber abwarten. Ich möchte keine Kategorie haben, danke. Weil ich finde eh alles meistens, entweder bin ich der Einzige, Wolfenstein der Wolfenstein-like. Bitte? Oder Hitman. Passt. Nee. Scheiße-like wäre geil. Weil ich glaube, ich bin der am meisten Spiele kacke finde. Habe ich zumindest, also ich strebe das nicht an, möchte ich damit jetzt nicht sagen. Ist halt... Du ziehst es nur an. Sagen wir mal so, ich finde nicht oft genug nette Worte für ein Spiel. Wobei sich das mittlerweile auch schon gebessert hat. Dann kann ich dir übrigens das nächste empfehlen. Aber sprich erstmal zu Ende. Nee, hau rein. Soll ich dann auch mal wieder die Überleitung machen? Ich hätte auch bitte, eine. Bitte, empfehl's mir. Ich bin, my buddy is ready. Okay. Warte. Ein Spiel, das du garantiert nicht scheiße finden würdest. Xenoblade Chronicles 2. Er hat doch bestimmt das Hauptgame durchgespielt. Ja, war auf jeden ja Fall. Immerhin bei mir Game of the Year. Privat. Ja, privat. Auf der Nintendo Switch only. Immer wenn die Freundin weg war, hat er das ganz geheim gespielt, wenn ihn keiner beobachten konnte. Ich habe Xenoblade Chronicles 2 sehr gerne gespielt. Ich fand die Story als Die Story als solche war sogar interessant und ich habe mich ein bisschen drin verloren. Habe mir ein paar Gedanken dazu gemacht. Aber es war auf der Oberfläche doch schon sehr jovial, sehr jugendhaft, sehr Anime. Also, es ist schon ein krasses Anime-Spiel. Schön, ja. Nur so, dass man, wenn man jetzt als 15-Jähriger dieses Spiel spielt und Mutti kommt rein, muss man sich halt erklären, warum spielt man gerade ein Spiel, wo ganz viele großbusige Damen einen begleiten und weil sehr man's kann. Fragwürdig angezogen sind. Sie haben mittlerweile sogar zum Grundspiel ein Patch rausgebracht, wo man
alle in Bikinis kleiden kann. Echt? Charaktere. Ja. Damn, ich muss das nochmal spielen. Es gab ein Bikini-Patch. ja, und das kriegt ein DLC, das ein bisschen die Vorgeschichte erzählt. Also die Torna-Geschichte, bevor die Kriege, die Blade-Kriege ausgebrochen sind und eben für die Leute, die eine Ahnung haben von dem, was ich erzähle, bevor Mithra und Pyra eben die Welt mehr oder weniger zerstört haben. Die Geschichte wird da ein bisschen... Gehst du es denn spielen? Weiß es noch nicht. Siehste, dasselbe Problem habe ich auch. Ich war absolut hyped, als ich es letztes Jahr gespielt habe. Ich habe das Spiel geliebt und genossen. Ja, ja. Ist für mich persönlich das Spiel des Jahres gewesen. Ist aber vorbei. Ja, genau. Und jetzt haben wir 9 Monate später, ich weiß von dem Spiel, außer dass ich es gut fand, wahrscheinlich gar nichts mehr. Also Steuerung, was weiß ich. Ich könnte mich jetzt, glaube ich, nicht nochmal motivieren, zurückzukehren nach 9 Monaten, gerade wenn jetzt eben andere Spiele, die wir jetzt diesen Monat genannt haben oder nennen, noch kommen, wo ich dann mehr gehypt bin. Deswegen, ich bin tatsächlich kein Season Pass Spieler, wo halt Content nach einem halben, dreiviertel Jahr nachgeliefert wird, dass ich das nochmal so feiere wie zu Beginn. Wäre es von Anfang an drin gewesen, hätte ich mich freuen können, dass ich vielleicht 20, 30, 40 Stunden nochmal mehr hätte spielen können. So interessiert es mich jetzt ehrlich gesagt erstmal gar nicht. Weil, tatsächlich. Ja. Dieses Spiel ist einfach, also wenn man mal davon absieht, was man an der Oberfläche, also auch oberflächlich gesehen, es ist wunderschön. Der Soundtrack ist einer der besten, den ich jemals in einem Spiel gehört habe. Und die Welten, die da einfach gebaut haben, sind wunderschön. Aber ich muss es jetzt nicht weiterspielen. So, wie du gesagt hast, die Steuerung werde ich komplett vergessen haben. Aber wenn ich mich daran erinnere, wie die Steuerung war, die war all over the place. So, man musste auf 100.000 Sachen achten, wie immer bei Xenoblade. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich mich nochmal darauf einlassen möchte für ein DLC, was wahrscheinlich eine Story erzählen wird, die halt halb so lang, wenn überhaupt, und halb so gut wahrscheinlich sein wird. Ja, wobei, ist es denn jetzt ein Standalone, dass du komplett mit neuen Charakteren spielst, oder ist es tatsächlich, du spielst schon mit deiner gelevelten Crew, die du aus dem Main Game hast? Also, die Story findet ja wo ganz anders statt. In der Vergangenheit. Und okay, also komplett neue Gruppe, neue Chars. Müsste komplett neu. Okay. Also das macht es ja vielleicht dann nochmal einfacher. Die meisten Chars kennt man ja, glaube ich. Die hat man ja auch schon im Hauptspiel gesehen. Da wurde ja auch ein bisschen was über die Vorgeschichte erzählt. Aber keine Ahnung. Also ich, wenn es rauskommt und alle feiern es, weil es die super Wendung in der Story hat und man noch viel mehr über die Welt lernt, weil es super interessant ist, dann gucke ich es mir vielleicht nochmal an. Aber jetzt, Stand jetzt, muss ich sagen, werde ich es passen und werde mir eher das Zelda-DLC angucken, das ich auch immer noch nicht gespielt habe. Hä? Gab es jetzt noch ein gutes? Breath of the Wild halt, ja. Die Season Pass-Sachen. Gab es jetzt noch ein gutes? Ich weiß es nicht, ich habe es ja nicht gespielt. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht war. Ja, nee, okay. Ja, was ich gehört habe, ich habe es selbst auch nicht gespielt, aus genau demselben Grund wie bei Xenoblade. Aber das, was ich halt von den Leuten gehört habe, war, dass es eher beide nicht so toll waren. Also eher enttäuschend. Keine Ahnung. Junior. Guck gerade diese Liste an, von den Spielen, die noch so kommen. Und da sind einfach nur HC Dizzy-Likes drauf. Also. Am 25.09. Es ist halt, um das kurz zu sagen, Leute, ne? Also ich bin nicht irgendwie genervt oder so. Es ist einfach, ich kann es nicht mehr, ich kann es wirklich nicht mehr hören. JRPG und Souls-Like. Geht nicht mehr. Es ist halt gefühlt, und das ist ja nicht mal böse, es sind halt die Spiele, die rauskommen, ne? Aber es ist wirklich so aus dem Gefühl rauskommt nur noch sowas. Und FIFA. Gibt's halt einen Markt. Ja, natürlich. Aber du sitzt halt jedes Mal da. Okay, ich bin raus. Tschüss. Weil selbst wenn ich's wollen würde, ne? Also ihr schwärmt ja immer von diesen Spielen. Ich komme da nicht rein. Also wirklich gar nicht. Wirklich überhaupt gar nicht komme ich da rein. So. Auch wenn jetzt zum Beispiel in Dragon Quest für mich, ich gucke mir das an und sage mir so, ja, das ist echt schick und das sieht gut aus und das wird wahrscheinlich auch was können, aber dann spielst du eine Stunde so, ich darf nicht schlecht sagen. Nun, auf geht's, weiter. Jetzt kommt was richtig Schönes. Am 25.09. kommt hoffentlich eine gute Fortsetzung. Valkyria Chronicles 4. Nachdem es hieß ja nicht Chronicles, sondern Valkyria Revolution auf
letztes Jahr war es, irgendwie ziemlich hart gefloppt ist, weil es weder den gleichen Grafikstil hatte, noch in der gleichen Timeline gespielt hat und komplett ein anderes Kampfsystem hatte und ziemlich gefloppt ist, geht jetzt mit Valkyria Chronicles 4 quasi das weiter, was man halt eben von den anderen Teilen halt eben kennt. Mehr oder minder dieser handgezeichnete, wie nennt man das, Aquarellstil, der so ein bisschen ausgeblurrt ist und tatsächlich eher das klassische Gameplay aus den ersten Teilen. Könnte spannend werden. Ja, ich habe den ersten Teil angespielt, ist halt sehr, sehr strategisch, mit Panzer durch die Gegend fahren und Einheiten verschieben und dann eben aufleveln und ausrüsten und ja, es hat Spaß gemacht. Wenn der vierte Teil wieder so in die Richtung geht wie der erste, der ja sehr, sehr gehypt war und nicht so ein Revolution-Skandal wie jetzt, irgendwann würde ich es gerne anspielen wollen. Ja, ich habe ein paar Streams gesehen von dem nicht jetzt dem letzten, sondern von dem letzten guten Valkyria. Ich fand, die Story war auch total crazy. Irgendwie, das spielt zwar in einer Fantasiewelt, glaube ich, aber irgendwie ist es trotzdem angelehnt an den Zweiten Weltkrieg. Viele deutsche Begriffe drin, auch in der englischen Fassung und so. Also Panzer und Stories, die halt zwischen diesen Panzern stattfinden und so. Gar nicht meins. Nee, meins ist es tatsächlich auch nicht. Also das Gameplay. Die Story würde mich vielleicht noch interessieren, aber dann lieber als Anime und nicht als Spiel. Ja. Und dann kommt das Spiel für Dizzy. Oh, yes! Schlecht. Ich freue mich so sehr drauf, das werde ich an einem Tag durchspielen. Au! Am 27.09. Life is Strange 2. Oh nein. Episode 1. Warum schüttelst du den Kopf, Sali? Die beiden mögen Ach so, das. Ach so, ja stimmt, du bist ja auf meiner Seite. Oh ja. Yes, ich habe endlich mal einen Verbündeten gefunden bei dem Spiel. Wow, ich bin nicht alleine. Yes, jetzt kann der Chat endlich sagen, boah, Dizzy und Sali sind ja voll doof. Okay, oh, die Leute geht's. Sind angestanden, um das mal anspielen zu können. Ich denke mir, warum stehen die denn hier alle? Oh Gott, Life is Strange 2. Hat halt viele Fans. Ich fand die Story tatsächlich relativ interessant. Es ist halt so Butterfly-Effekt. Mehr oder weniger tatsächlich die gleiche Geschichte. Weiß nicht, wie jetzt der zweite Teil gehen soll, ob die Story weiterknüpfen, ob da eine komplett andere Geschichte landet. Weiß man wahrscheinlich schon. Ich habe mich jetzt damit nicht beschäftigt. Ich habe den ersten halt jetzt nicht gespielt, sondern nur gesehen in anderen Streams. Ich meine, muss man da was zu sagen? Entweder man liebt es oder man hasst es. Und ich glaube, wir sind einfach nicht aus dem Alter raus, aber es sind einfach nicht so Spiele für uns. Aber ich kann respektieren, wenn Leute es lieben, weil ich verstehe, wo man dann herkommt. Wäre ich persönlich 20, würde ich es wahrscheinlich auch total feiern. Ich glaube, das hat damit gar nichts zu tun. Ich glaube, das ist eine Frage der Empathie. Auch, ja. Ob du für solche Situationen oder für solche Storys Empathie empfindest. Ja. Und ich denke mal, also muss ich zugeben, auch wenn ich das immer so dramatisch und wie soll ich sagen, hassend darstelle, es ist halt wirklich ein gutes Spiel und die Story ist auch wirklich gut und sie machen es sehr gut, mit deinen Gefühlen zu spielen. So. Das ist definitiv nicht so beschissen, wie ich das immer sage, muss man halt wirklich sagen, aber trotzdem auch für mich, nee. Also ich bin ein sehr empathischer Mensch, sehr, auch in Spielen, ich habe kein Problem zu weinen und sonst was, aber es spricht mich schon der erste Teil so gar nicht. Ah, ich kann. Nein. Aber diesmal gibt es andere Charaktere. Nee, ich hab mir das so angeschaut und immer. Ich kann mich nicht reinversetzen. Das sollen lieber die spielen, die das eben gut darstellen können. Ne? Aber ich erinnere mich, egal in welchen Stream ich reingegangen bin, die saßen immer so da, die Mädchen. Und ich so. Ja, ich gehe da mal Devil May Cry spielen, ne? Ich kann's halt nicht. Ich kann mich so gar. Ein Glück hat mich keiner gefragt. Ich kann mich. Ich hab's auch nicht gespielt. Ist auch nicht meins. Hab Spaß, ich muss es nicht erspielen. Wird halt oft gefragt,
weil mir Detroit Become Human ja auch so gut gefallen hat. Aber da konnte ich mich reinversetzen in die Charaktere. Da nicht meins. Vergleichen Life is Strange Leute mit Detroit Become Human? Oh. Einfach nur Story. Ja. Okay. Dali ist halt ein Android. Sie versucht zu erklären, warum sie sich in Detroit besser einversetzen konnte. Also. Hey, ich bin super empathisch, ja. Aber es ist halt nicht so meins. Ich glaube, ich spiele das für die Shits und Giggles, um einfach den Zorn Twitch auf mich zu ziehen. Ich glaube, ich werde das machen. Ich glaube, ich werde mir das reinziehen und das wieder... Insgeheim mag er es, daran liegt es nämlich. Ja. Ja. Jedes Mal, wenn ich den Stream ausmache, habe ich ganz doll geweint. Weiß. Und ich konnte mir das immer gar nicht verkneifen. Und meine Freundin musste 20.000 Paletten Zeba kaufen. Ja. Ja. Also doch, Dizzy Like. Ja. Nee, ich will heute nicht meckern. Sonst wird wieder nachher gesagt, ich mag ja gar keine Spiele. Du solltest aufhören, Computerspiele zu spielen. Los, gib mir das nächste JRPG. Haben wir noch ein JRPG heute? Nein. Da kam doch erst, gab es nicht schon ein Life is Strange 2? Nein, das wo war die mit dem blauen Before the Storm. Before the Storm DLC. Das war nur ein Standalone-Zwischengeschichte, mehr oder weniger. Das hatte, aber das kam doch auch in mehreren Episoden, oder? Ja, aber nur wenige, also ich glaube 3, nicht so 5. Nicht 5, okay, 2 weniger. Das war nur so eine kurze Geschichte. Uh-huh. Das war aber auch, glaube ich, von einem anderen Entwickler, wenn mich nicht alles täuscht. Also es war, hatte nichts mit, deswegen heißt es eben nicht 2, sondern Before the Storm. Weil ich frage mich gerade, da ist doch irgendeine so mit blauen Haaren und so und die war doch dann da und da sehe ich jetzt gerade nur 2 Jungs im Wald. Ja, genau. Deren Geschichte wurde da eben erzählt, also ihre Vorgeschichte. Da war aber nicht so viel mit Zeit, also für mich noch uninteressanter, weil halt dieses Zeitparadoxon gar nicht drin. Von den 2 Jungs im Wald? Nein, von Before the Storm. Also wo die Vorgeschichte von, ich weiß nicht, wie sie hieß, Chloe oder keine Ahnung. Chloe. Heißt sie so? Ja, ja. Ja, ja. Das heißt, jetzt das da ist eine ganz andere Geschichte. Und hat gar nichts mehr mit den Chloe zu tun. Sieht so aus, ja. Wer weiß, vielleicht. Wenn das nicht so ein extremes Teenie-Ding ist, dann... Also, das hat gerade jemand im Chat geschrieben, dass wir Life is Strange im September spielen sollen, weil dann kommen die Subs noch hinterhergeflogen. Wenn wir dann noch ein bisschen weinen, dann machen wir die... Wie viele Emotes kann man haben bei Twitch? 48? 40, 50, 40. 40? Ich weiß es nicht. 3 Abende Life is Strange, 40 Emotes, let's go. 2018, wir kommen, September. Warte. Halt. Okay, die Hype Train ist unterwegs, let's go. 50. 50? Plus 2. 50. Easy. Also mich zu fragen, wie viele Emotes auf Twitch gehen, ist wie ein Schalker zu fragen, wie man deutscher Meister in der Bundesliga wird. So, das geht, macht keinen Sinn. Der Spruch war gut. Nächstes Spiel ist Deliver Us the Moon. Das habe ich schon mal gehört. Hast du? Clef, was denn? Warum guckst du denn so kritisch? Oh, geht nicht mit Affiliates, geh weg. War das? Oh, ich weiß, woher ich das kenne. Ja. Film? VR? Nein. Das war ganz groß, war das bei Gronkh ein Thema, wo die Entwickler auch unterstützt worden sind. Das weiß ich noch. Und da hat man ein bisschen was gesehen und das sah damals sehr, sehr gut aus, sehr spannend. Es ist ein, nicht Walking Sim, sondern ein Exploring Sim, kann man das so sagen? Eins dieser Spiele, wo man halt rumläuft und versucht, eine Geschichte quasi zu entschlüsseln und rätselt, spielt im Weltraum, sieht schön aus, wird wahrscheinlich VR-Unterstützung haben, nehme ich an.
Sieht auf jeden Fall nach einem VR-Spiel aus. Steht jetzt nichts drin, aber wäre doof, das nicht mit VR zu machen. Obwohl, nee, es ist... Ah nee, wenn ich das jetzt richtig sehe, ist das Third Person, oder? Ich sehe nicht, ob es First oder Third Person ist. Ach, gerade. Das Spiel war das. Ah, ja. Den habe ich nur eine Rechnung offen. Mit wem? Den Typen. Mit dem habe ich 2 Stunden Stress vor und beim vor Arbeitsbeginn auf der Gamescom und vor dem Feierabend. Ey. Mit Keoken? Ja, mit denen habe ich was geschafft. Also die haben was geschafft, habe ich noch nie gesehen. Was denn? Nun. Kannst du das erzählen? Nee. Achso. Toll. Ja, toll. Nee. Okay, und dann das letzte Spiel, das auf das ich mich tatsächlich ein bisschen freue, weil ich die letzten 2 schon gespielt habe und die Story jetzt weitererzählt wird vom Hunter. FIFA 19. Wobei das, Entschuldigung, wenn ich lache, das klingt irgendwie so falsch. Story, ne, in FIFA. Das stimmt. Alter Schwede. Naja, sie haben halt geschafft, eine einigermaßen vernünftige Story halt reinzubringen. Und halt ein paar Leute, die jetzt nicht unbedingt jedes Jahr FIFA spielen würden, dazu zu bekommen, sich zu leisten. Und ich muss sagen, ich habe vorher immer alle 2, alle 3 Jahre mal ein FIFA gekauft und habe das dann immer gespielt, weil mir das jetzt nicht so wichtig war, immer aktuelle Mannschaften zu haben. Jetzt mittlerweile kaufe ich es jedes Jahr. Also nicht direkt bei Release, aber später dann, wenn es ein bisschen billiger ist. Weil mich tatsächlich die Geschichte ein bisschen immer interessiert. Letztes Jahr war es halt so ein typisch 2. Teil. Ich weiß nicht, ob sie jetzt in diesem Jahr die Story zu Ende bringen und dann nächstes Jahr vielleicht eine neue anfangen oder so. Wäre mal vielleicht an der Zeit, weil immer die gleiche Geschichte um den gleichen Typen, wie er in noch besseren Ligen spielt. Irgendwann sind dann die Ligen aus, sind dann weg. Und dann kann er vielleicht noch nach China gehen oder so. Ja, das ist ja quasi der Ausgang der Karriere-Rente. Wenn es realistisch wäre, müsste der 4. Teil dann in China spielen, genau. Richtig. Weil dieses Jahr wird er dann wahrscheinlich dann schon zu Real und zu Barcelona und so wechseln wollen. Ne? Hatten sie ja schon im 2. Teil, ohne es jetzt, also kann ich spoilern? Ja, es ist eine FIFA-Story. Sie haben es ja kurz angespoilert im letzten Teil, wo es so klang, als würde er zu Real wechseln, aber dann hat es doch nicht geklappt und dann ist er halt bei einer Mannschaft wie, ich glaube, man konnte sich Liverpool oder Atletico Madrid oder so aussuchen. Da ist nicht mehr viel mehr darüber. Also dann kommt halt nur noch Real und Barcelona und solche Mannschaften. Von daher denke ich mal, wird es dann dieses Jahr zum Finale kommen. Ich weiß es aber auch nicht. Ansonsten ja, gut. Ultimate Team und das alles ist halt wieder mit drin und man kann wieder ganz viel Geld ausgeben für Karten und so weiter. Aber das interessiert mich jetzt nicht. Der Pack-Opening-Stream, kaufen Sie jetzt bei einer drittklassigen Seite Ihre FIFA-Coin. Ja, genau. Völlig legal. Let's go. Waffeln. Yay. Das ist das Einzige, was ich mit FIFA verbinde. Ne? Ich verbinde das nicht mal mehr mit Spielen. Also wirklich, das Einzige, woran ich denke bei FIFA, ist Coins kaufen und dass 2 Wochen lang wie bescheuert bei FIFA nur Packs geopend werden. Ja, FIFA hat eine Story. Ja. Und offensichtlich ist es der letzte Teil der Story. Ja, macht ja auch Sinn. Macht Sinn. Ja. Also, und ich freue mich sowieso, ich weiß, für die, die es nicht mitbekommen haben, gerade in meinem Spruch, ich bin Dortmund-Fan und Dortmund ist jetzt wieder mit drin und zwar richtig, nicht mehr so. Letztes Jahr hatten sie ja leider den Vertrag mit Konami und das war nicht so gut, weil schön. Konami. Ja, Westfalenstadion ist wieder mit drin. Das freut mich. Schönste Stadion Deutschlands. Ansonsten waren das die Spiele, die nächsten Monat rauskommen. Nicht alle, ne? Im Chat habe ich auch ein paar gelesen, dass da ein paar fehlen, aber wir mussten halt ein bisschen aussuchen, sonst würden wir hier noch um 3 Uhr nachts sitzen. Also ich habe eine ganze Liste von Spielen, die ist ein bisschen länger.
Ich glaube, viermal so lang kann ich gerne später mal ins Discord posten, wenn ihr möchtet. Ja. Falls euch noch ein paar andere Spiele interessieren. Aber das war so die Auswahl, wo wir einigermaßen was zu erzählen konnten. Und sei es nur, wir können das Spiel nicht leiden. Godfire! Mann, großartig. Vielleicht sollte ich mich beim Spoiler-Alert einfach abmelden. Bis Oktober oder so. Das ist, Wen können wir denn hier reinsetzen, der RPGs cool findet? Oder kenne ich einige? Bitte? Kenne ich einige. Ja? Aber wer will denn... Wir sind doch hier keine Echo Chamber. Wir sind doch kein Safe Space. Wo nur Leute, die JRPGs mögen, reinkommen können. Hier wird sich gestritten und diskutiert. Aha, hier werden verschiedene Meinungen ausgetauscht. Ah. Und nicht nur eine. Ach so, na gut, dann ist alles gut. Dann ist alles sehr gut. Yep. Okay, dann Nvidia. Wollen wir noch mal kurz anschneiden? Haben das alle gesehen? Hat das jemand gesehen? Die Vorstellung der Nvidia-Karten? 20. Ah, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ich vergesse immer, ob jetzt die 2060, 70 und 80 erscheint oder die 2070, 80 und 80 Ti. Ich meine letzteres, ne? Ich glaube, es kommt die 2070, 2080 und 2080 Ti. Diesmal haben sie, glaube ich, die Ti direkt von Anfang an mit dabei, wenn mich nicht alles täuscht. Aber schlag mich nicht, wenn ich falsch liege. Ich fasse es kurz zusammen. Nvidia hat eine neue Grafikkartengeneration vorgestellt, die demnächst erscheinen wird, mit drei neuen Karten. Das Besondere an den Karten ist, dass sie eben das Raytracing können. Das ist eine Technologie, die in Spielen offensichtlich bis jetzt gefehlt hat oder zumindest nicht machbar war, weil die Hardware bis jetzt nicht so stark war, dass es vernünftig funktionieren konnte. Wenn du bis jetzt in einem Spiel stehst und zum Beispiel auf eine Pfütze guckst, wo wir gerade beim Thema Pfützen waren, würdest du zum Beispiel die Reflexion von beweglichen Sachen, die leuchten und über dich gehen, die du aber so nicht siehst, nicht sich spiegeln sehen, weil Spiegelungen immer sehr, sehr schwierig sind in Videospielen. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Explosion passiert hinter dir, wirst du das nicht vor dir irgendwie in Glasfassaden sehen können, weil das einfach zu kompliziert wäre, das zu berechnen. Und das ist jetzt sehr, sehr grob erklärt. Und Raytracing ist eben genau das. Und die neue Grafikkartengeneration von Nvidia kann eben genau das. Und zwar berechnen, dass man vernünftige Spiegelungen sehen kann. Wodurch eben Spiele noch wesentlich realistischer aussehen sollen. Ich persönlich muss sagen, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ich brauche persönlich kein Raytracing, zumindest nicht nach dem, was ich in den Demos gesehen habe. Es kann natürlich sein, dass es unfassbar genial aussehen wird, wenn ich dann selber mal was sehe. Bis jetzt ist es mehr halt wirklich für die Leute, die wirklich realistische Grafik haben wollen. Ich persönlich bin mehr Fan von Comic-Grafik oder so, keine Ahnung. Also ich meine, klar, ich mag auch realistische Grafik sehr gerne. Von daher warte ich mal ab, bis ich tatsächlich das selber mal sehen kann. Aber was ich mich gerade noch frage, ich habe mich jetzt in der letzten Woche nicht mehr damit beschäftigt, also bin ich auf dem Stand letzte Woche, aber es gab halt eben noch keine Benchmarks, weil noch niemand diese Karten hat. Von den Leuten, die sie unabhängig prüfen können. Nvidia hat zwar mit ein paar Zahlen um sich geschmissen, aber das war halt natürlich alles Marketinggequatsche. Das darf man halt nicht vergessen. Die werden immer Zahlen nehmen aus einem Schnitt, der unfassbar krass wirkt und dann bekommt man die und in den Benchmarks zu spielen in 4K 144 Hertz schlagen die sich schlechter als eine 1080 Ti. Wird wahrscheinlich nicht passieren, aber darauf warte ich. Also ich persönlich, das ist wirklich nur ich persönlich, warte eigentlich auf eine Karte, die auf 1060-Niveau, also 2060-Niveau, mir etwas leisten kann, dass das, sagen wir,
4K in 144 Hertz gerade so vernünftig hinbekommt. Damit eben Monitore, die ein bisschen besser sind, endlich mal ein bisschen krasser auf den Markt kommen und erschwinglicher werden. Weil Angebot, Nachfrage und so weiter. Du gerade aktuell 4K 144 Hertz gesagt? Ja, zum Beispiel. Es ist natürlich, nein, das ist ganz oben. Ich meine jetzt das Extreme. Weil wenn das du jetzt, wenn du, wenn sehr du, extrem ja, ja, eben, ich weiß, aber sie konzentrieren sich so auf dieses Raytracing und ich hätte es persönlich besser gefunden, wenn sie sich halt auf diesen Sprung halt dahin konzentriert hätten, weil wir waren schon mal auf dem Stand, dass Grafikkarten, die jetzt nicht top-notch waren, eigentlich gereicht haben für die nächsten Jahre. Wenn aber heute Virtual Reality, wenn du heute 4K spielen möchtest und eben nicht möchtest, dass deine Hardware halt gegrillt wird, es ist schwierig, finde ich. Nee. Sicher? Geht immer noch. Kannst du immer noch machen. Ich habe meine 89 Ti habe ich so lange gezockt und alles noch volle Möhre, das geht alles. Ja, dann machst du 2, 3 Nummern irgendwo weniger und dann haut das auch noch easy hin. Ja, aber keine Ahnung. Ich meine 4K so, 4K ist 4K, ne? Das ist halt ja. Viermal, nee, warte mal, ist das nicht, das ist doch viermal. Viermal Full HD, ja. Ja, ja. Genau, es kommen ja jetzt schon die ersten 8K-Monitore oder Fernseher. Ja, geil, aber das ist halt alles nicht so fürs Zocken, ne? Und das ist auch nicht für jeden so, das ist halt alles Enthusiasmus so. Das ist genauso wie die 2080 Ti, ist auch für Enthusiasten, die sagen, yeah, shut up and take my money. Am Ende bringt sie halt sowieso nichts. Sieht schöner aus. Also 4K sieht schöner aus. Ganz ehrlich, mit einer 1080 Ti kannst du auch 4K knattern und das sieht genauso aus. Ich habe keine Ti und die Spiele, die ich spiele, spiele ich in 4K 60. Reicht mir. Also non-Ti 1080. Hm. Also ja, es kommt immer auf die Games an und ob du vielleicht irgendwo mal vielleicht Shadow-Qualität oder was weiß ich, vielleicht doch nochmal eine Stufe runterstellen magst. Ich sehe da keinen Unterschied. Aber klar, ja. Es gibt halt Enthusiasten, die wahrscheinlich dann die Kohle haben. Für mich, solange ich meine Games spielen kann, brauche ich keine neue Grafikkarte, nur weil jetzt Raytracing oder so drin ist. Ja. Weil ja, wie gesagt, ich schieße nur halt so hoch, wie ich kann jetzt gerade. Einfach nur, weil ich möchte diesen krassen Sprung an Leistung sehen, damit halt Sachen wie 4K-Monitore fürs Gaming halt ein bisschen mehr auf den Markt kommen, weil Leute eben die Hardware in ihrem PC haben. Du kannst keine Abnehmer dafür. Ja, eben. Aber wenn eben Karten, die nur 300 Euro kosten, das hinbekommen, vernünftig, dann kriegst du Abnehmer. Das liegt doch aber nicht an der Hardware, es liegt doch auch oft daran, ob die Games ordentlich verarbeitet sind. Das auch, ja. So, aber gut. Ich sag mal, ich zum Beispiel, ich wäre ein super Fan, ich würd super gern so 21:9 haben, diese hätte ich richtig gerne, bringt aber gar nichts, weil das geht nicht. Und wenn ich sehe, dass ich, also ich spiele 1440, 144 Hertz und ich habe eine 1080 Ti drin und der kommt schon echt ins Schwitzen manchmal. Ja. Also der kommt nicht ins Schwitzen, der lacht sich kaputt, aber die Spiele sind einfach nicht dafür gemacht. So. Also wird es auch da nicht in naher Zukunft 4K 144 Hertz geben. Das finde ich schade. Ja, ja, okay, 4K 144 Hertz ist natürlich unrealistisch. Gibt es übrigens auch schon zu kaufen. Ja, einen oder so, glaube ich. Ah, ja. Von Asus ROG irgendwas. Genau. Aber es ist, selbst 144 Hertz findet keine Abnehmer. Wenn Consoleros, also ich meine, der Großteil der Menschen, die spielen, sind Consoleros. Und denen reichen 30. Ja. Und 4K wissen die gar nicht, wie das geschrieben wird, geschweige denn, wie das aussieht. Was auch nicht schlimm ist, sondern alles nur dieses Super-Sample-Zeug ist oder so. Warum? PC ist und bleibt, wird immer so sein, für Enthusiasten da sein. Konsole ist the way to be und wenn Konsole nicht irgendwann da mal aufholt, warum? Wird der Rest auch sich sagen, ja. Ja. Ja, also wie gesagt, ich warte ab. Was mich halt am meisten interessiert, sind die Benchmarks, die ersten. Jetzt fährt hier gerade ein Krankenwagen. Genau.
Da, das interessiert mich, um mal wirklich den Vergleich zwischen den 10er und den 20er Karten halt zu finden. So. Ob wenn was dann wirklich die... ein krasser Leistungssprung ist, dann finde ich es gut. Was denn? Was hat die, was hat die 1080 Ti gekostet damals? Ah, frag mich. Weiß noch jemand den Release-Preis von der 1080 Ti? Ich kann dir sagen, dass ich damals die 89 Ti für 700 Euro gekauft habe. Bei Release? Hm? Release oder? Nee. Founders. Beziehungsweise ja? Damals hieß die nicht Founders, sondern anders. Aber ja. Was oh, die Ti genau. Hat 650 gekostet? Nee. Also zu, richtig zur Release 1080 Ti, das Flaggschiff. Die ist aber später als die 1080 gekommen, ne? Die ist nicht gleichzeitig. Die, ja, ja, die Ti kam später, ja. Dieses Mal wurde sie eher nachgereicht. Knapp 1K. Halt auch echt fett, ne? Also ich ja. Meine, die haben beim Arbeitsspeicher nichts gemacht, so. Immer noch 11 GB, wobei, warte mal, wir hatten vorher GDDR5 drin, ne? Ja, also da ist GD- jetzt... GDDR6 ist jetzt auch. 6? Ist das nicht 5 Plus oder so? Keine Ahnung. Nee, 6. Aber was sie geändert haben, und das hat mich tatsächlich gefreut, weil ich als jemand, der sich damals eine Founders oder eine wie auch immer die damals geheißen hat, gekauft hat, sie haben das Design endlich verändert. Die Founders konntest du halt komplett in die Tonne kloppen eigentlich, wenn du dir sie so gekauft hast als allererster, weil die Boxlifter oder wie die heißen, einfach für den Arsch sind. Also verglichen mit Lüftern, die Bordpartner draufklatschen, wie MSI und Asus und wie sie nicht alle heißen, können die halt nix. Und meine 89 Ti damals, ich habe die mir gekauft, war super glücklich, habe Witcher 3 angemacht und die hat erstmal gegrillt. Also ich habe die Temperaturen mir angeguckt, habe die nicht overclockt, nix, und die war direkt bei 84 Grad in Witcher 3. Klar, war natürlich das Spiel schlechthin damals. Und ja, musste mir dann eben einen Third-Party-Kühler draufklatschen, meine Garantie verlieren, damit die halt einigermaßen kühlt, weil sonst wäre die mittlerweile wahrscheinlich schon durchgebrannt. Oder halt, ja, zumindest hätte sie einen krasseren Qualitätsverlust gehabt, wie sie jetzt halt. Und der Kühler, der hatte dann 3 Lüfter drauf, da waren dann direkt 20 Grad runter. Also, und da haben sie mittlerweile nämlich 9 drauf. Ich weiß nicht genau, wie gut die Kühlung sein wird. Wie gesagt, das hat, glaube ich, noch niemand. Aber da sind jetzt 2 Lüfter drauf und es sieht auch alles ein bisschen offener aus, zumindest. Nicht mehr so ganz geschlossen. DVI wurde abgeschafft von den meisten Karten. DVI? Hm. DVI, das ist der alte... Ja, der Pinogel. Ja. Der wurde abgeschafft scheinbar. Der wurde abgeschafft. Dafür ist jetzt USB-C drin. Abgefahren. USB-C ist drin, ne? Ja. Ehrlich? Ja. Oder ist das Thunderbolt? Ich glaube, nee, Entschuldigung, ich glaube, das ist Thunderbolt. Ich nenne das immer nur USB-C. Sieht ja auch fast gleich aus. Ja, Thunderbolt ist das. Okay. Thunderbolt. Thunderbolt. Warte, lass mich Thunderbolt nicht das Apple Patent? Warte. Nee, USB-C, stimmt. 1.4 USB-C heißt das. Ja, ja, ja. Okay. Ja, interessant. Weißt du, ich meine, ohne Scheiß, ne? Macht Sinn, weil USB-C mittlerweile halt den Datendurchfluss hat, den man braucht für Bild. Und warum nicht? Ich finde USB-C sehr schön. Genau, Lightning war das. Aber wie hieß das andere? Die haben doch jetzt auch den runden. Ist das auch Lightning? Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht, Leute. Aber das kommt wahrscheinlich extra für VR-Unterstützung. Weil die nächsten VR-Brillen wahrscheinlich auch alle mit USB-C dann gespeist werden und dann hast du alles gleich mit drin. Kabellos bitte, kabellos. Einfach nur kabellos. Ja, ja, die Oculus, die neue, hat doch. Hast du nur noch irgendwo hier so am Körper irgendwas, ne? Ja. Richtig. Ja, von daher, also ich wie gesagt, warte erstmal ab. Was so Benchmarks sagen, bevor ich mir da wirklich ein Bild mache.
Ja, so viel zu den Nvidia-Karten, den neuen. Ansonsten hätten wir nichts mehr außer einem Intro, das ich nicht weiß, ob es gerade spielt oder nicht. Musik. Und ein Intro. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ja, dann Twitch News. Und zwar ein paar Highlights tatsächlich heute. Ich fange mal an mit der Kleinigkeit. Die Startseite wurde wieder zurückgeregelt. Also es haben ein paar Leute eine Beta gesehen von einer neuen Startseite. Ich habe die nicht so richtig gesehen. Wir haben kurz drüber gesprochen hier. Nachdem die Beta-Tester sich mehr oder weniger alle einig waren, dass es Kacke war, haben sie es rausgenommen und überarbeiten es nochmal. Und es wird wahrscheinlich demnächst eine neue Beta geben mit wieder Leuten, die unzufrieden sind. Aber vielleicht finden sich dann ein paar mehr zufriedene Leute, die die Startseite besser finden. So, genau. Ich meine, ich verstehe, wo Twitch herkommt. Die müssen auf jeden Fall am Design immer wieder schrauben, damit es nicht alt aussieht. Aber offensichtlich war die jetzige Variante nicht so cool. Dann fängt bald der nächste September an, der diesjährige, der mit einem kleinen Catch kommt. Und zwar nicht wie letztes Jahr wird der funktionieren. Also man wird nicht mehr einfach nur neue Subs zum Preis von 50% weniger bekommen, sondern alle geschenkten Subs, die man selbst geschenkt bekommen hat, kann man für 1 Euro plus Steuern verlängern. Was natürlich klug von Twitch ist, weil momentan sehr, sehr viele Subs verschenkt werden mit den ganzen neuen Funktionen, die sie mit reingebracht haben. Und die Leute dazu zu kriegen, zu resubben, selber, natürlich klug. Und das vor allem wollen sie natürlich. Aber ob das jetzt so ein genialer September wird wie letztes Jahr, das weiß ich nicht. Ich persönlich habe das gehört, dachte mir, ja, neue Subs fand ich letztes Jahr cooler. Aber hey, ich verstehe, warum sie es machen. Soweit ich das verstanden habe, funktioniert das tatsächlich so, dass alle Subs, die man im September verlängert, werden 1 Euro kosten. Also geschenkte Subs, ja. Genau. Alle geschenkten Subs, die man im September dann auf den zweiten Monat hoch packt, werden 1 Euro kosten. Und alle geschenkten Subs, die man im September bekommt, die man dann erst im Oktober verlängert, werden auch 1 Euro kosten. Plus Steuern und Gebühren. Das Video auf Twitter sollte man sich dazu mal angucken. Das Video bei Twitter sollte man sich angucken, wie sie halt so, it's just $1. Ja, oder $1. Nichts kommt und dann so fängt die am Pult an zu klatschen und alle so. Naja, es könnte halt vielleicht. So, ja. Der Kurs ist mittlerweile. Du merkst halt, dass Amazon da ist und wir schlagen halt echt so einen Kurs ein, wo es nicht mehr Bleed Purple We Are Family ist, sondern Bleed Purple We Want Money so ist aktuell. Naja, und Paddy, ganz genau, du schließt quasi einen eigenen Sub dann ab, der aber im ersten Monat nur $1 kostet, wenn du vorher einen geschenkten hattest. Also ja, genau, das ist halt eben ja der Kurs, weswegen sie es halt eben machen und ich das nicht so toll finde wie letztes Jahr, weil, ja, keine Ahnung. Wie Slabby es sagt, man versteht, wo es herkommt und was erreicht werden soll, aber ja nun. Oh, danke. Ich meine, zusammen mit der nächsten Twitch-News, über die wir jetzt gleich reden werden, habe ich das Gefühl, dass da ein bisschen miese gemacht worden ist mit ein paar Funktionen in den letzten Monaten. Und ein wenig aufs Geld geguckt werden muss aktuell bei Twitch. Das ist nur eine Vermutung. Ich habe keinen Einblick in die ganze Geschichte. Und ich möchte jetzt auch niemanden schlecht hinterherreden, aber die Funktionen, die alle jetzt rauskommen, plus der neue September und so, das ist schon.
Ich meine, wir haben uns vor ein paar Monaten gefragt, wie sie das Geld alles wieder reinkriegen wollen, was da teilweise an Prime-Subs rausgegangen ist an viele Streamer. Und das ist offensichtlich nicht gut. Aber die Ideen sind ja halt da, nur wenn sie es halt eben nicht machen wollen und oder können. Ich meine, es gibt jetzt eine Spieleplattform, die jetzt auch eine Livestream-Plattform vielleicht wird. Und man sieht als erste Einbindung, dass Streams plötzlich, wenn ich nach dem Spiel auf der Plattform suche, oben angezeigt werden. Wo man sich denkt, hey cool, das Spiel, was ich mir vielleicht gleich kaufen will, spielt ein Streamer. Da kann ich mal zugucken und vielleicht auch fragen, was er da spielt und wie er das findet. Gerüchteweise kann man bei Amazon auch Spiele kaufen. Und die haben auch eine Plattform, wo Livestreams gespielt werden. Und vielleicht kann man sowas auch einbinden. Just saying. Wäre just klug, saying. Ja. Just saying. Ja, genau. Fände ich cooler als ein September persönlich, muss ich sagen. Wenn sie Twitch direkt auf Amazon einbinden und nicht nur Amazon auf Twitch. Apropos. Prime-User werden ab bald nicht mehr ad-free auf Twitch gucken können. Das ist schon ein bisschen älter, aber es ist halt in den letzten 2 Wochen passiert, deswegen nennen wir es nochmal, alle Prime-Abos, die halt ab dem 14.09. erneuert werden, werden eben kein Twitch Prime ohne Werbung mehr haben. Das ist ein bisschen problematisch, weil selbst wenn du deinen Prime-Sub bei deinem Lieblingsstreamer reinsteckst und da eben keine Werbung siehst, weil der Streamer halt so nett war und das Häkchen drin gesetzt hat, dass Subs eben keine Werbung sehen, wirst du trotzdem Werbung sehen. Denn das Häkchen ist nur für Werbung, die er selber schaltet, gedacht. Pre-Roll-Werbung, die man sieht, die am Anfang, also wenn man bei einem Streamer einschaltet und der Stream losgeht, sieht man ja auch manchmal Werbung. Diese Werbung ist nicht von diesem Häkchen, soweit ich das zumindest verstanden habe und soweit es mir erklärt wurde von Leuten, die da ein bisschen mehr Einsicht haben als ich, nicht davon betroffen. Das heißt, selbst wenn ich gesubbt habe bei jemandem, werde ich trotzdem noch Werbung sehen. Wenn ich als Streamer jetzt zum Beispiel meinen Stream ausmachen möchte und jemanden hosten möchte und bei dem in den Kanal reingehe, werde ich bei ihm erstmal 15 Sekunden vielleicht Werbung gucken müssen. Finde ich doof. Aber, Schöne ist, Twitch Prime kann man kündigen und Twitch Turbo für 7 Euro, glaube ich, im Monat, ich weiß gerade nicht genau, wie teuer das ist, kann man wieder abonnieren und dann hat man immer noch keine Werbung. Ist halt immer noch worth so. Also das ganze Paket ist immer noch worth. Immer noch. Ich habe es gekündigt. Persönlich. Ja? Ja. Ich habe schon immer Turbo. Ja. Weil ich in der Schweiz lebe. Also für mich ist das, ich habe sowieso Prime so. 8,99 kostet Turbo. Ja. Ja, es war halt eben so das letzte Jahr das Gefühl, komm, lass mal Turbo ganz verbuddeln, weil das braucht jetzt ja keiner mehr. Aber jetzt lass mal wieder ausbuddeln, jetzt brauchen wir es wieder. Nun, keine Ahnung. Also, Es ist gerade, fahren wir wirklich einen Kurs, wo es nur noch um Cash geht. Und alles andere, was nicht mit Cash zu tun hat, fährt gegen die Wand. Das, was ich aber gerade sagen wollte, Turbo war nie weg. Also wir in der Schweiz, wir haben, ne? Nee, zweimal Prime im Haushalt lohnt, hat sich überhaupt zweimal Prime im Haushalt gelohnt? Außer du wolltest halt jemanden noch einen extra Prime-Sub reindrücken. Weil im Haushalt kannst du doch trotzdem an 2 Leute Prime noch mit vergeben, soweit ich weiß. Also Amazon Prime. Und die haben dann, glaube ich, auch einen kleinen Twitch Prime Account. Hast zwar keine Subs, Free Subs, soweit ich verstanden habe, aber es geht trotzdem. Naja, wie dem auch sei. Also für mich persönlich lohnt sich halt Prime nicht, weil ich Amazon halt für nichts groß. Ich bestelle nicht mehr so viel bei Amazon. Es gibt ja jetzt bei Amazon auch noch die Plus-Artikel. Das heißt, wenn du gewisse Artikel, die unter 20 Euro kosten, bestellst, musst du halt erst den Einkaufswagen auf über 20 Euro heben, damit du dir die überhaupt bestellen kannst. Das war ja einer der Gründe für Prime,
dass ich Sachen, die nur 5 Euro gekostet haben, versandkostenfrei weiterhin bestellen konnte. Auch nicht mehr der Fall, teilweise. Also ich habe schon ein paar Artikel gesehen, die ich nicht mehr bestellen konnte, außer ich habe mir noch ein paar Sachen in Einkaufswagen gelegt. Amazon Video nutze ich nicht so viel, da habe ich Netflix und andere Anbieter. Brauche ich also auch nicht so wirklich. Und ja, Twitch Prime war für mich so der Hauptgrund, überhaupt Prime zu haben. Deswegen habe ich es gekündigt und hole mir jetzt Twitch Turbo wieder, weil Werbung geht nicht. Ich hasse Werbung. Ja. So viel also dazu. Möchte noch jemand was dazu sagen? Nö, unterschreibe ich. Also wie gesagt, dann, keine Ahnung, hätten sie vielleicht drüber nachdenken sollen, ich weiß, möchte niemand hören, dass sie vielleicht Turbo noch einen Euro teurer machen und dafür dann aber quasi ein 12-mal Prime-Sub mit reinmachen, dann hätten sie sich Prime komplett klemmen können. Dann würde jetzt jeder Turbo nehmen und damit abonnieren und keine Werbung haben und alle wären glücklich. So ist es halt, sie haben halt zwei Produkte jetzt so gesplittet, was sich irgendwie kacke anfühlt. Keine Ahnung. Also ich finde die Entwicklung eben auch nicht so toll, weil ich hasse Werbung, ich schalte nicht selber Werbung und wenn Leute gezwungen werden, Werbung zu gucken, ich gucke sie ja selber halt nicht gerne und ja, keine Ahnung, wahrscheinlich werde ich dann irgendwann auch Turbo noch nehmen müssen und auch überlegen, ob ich Prime dann jetzt deabonniere, wodurch ich aber einen weniger abonnieren kann, weil das ja nun mal halt drin war in Prime. Ja, keine Ahnung, nicht so schön und hätte man vielleicht besser machen können, aber gut, wenn halt Money called, called Money. Solange das hier keine YouTube-Züge annimmt, bin ich immer noch zufrieden. Ja, aber du weißt halt, wie es ist, wenn du halt irgendwann was erstmal quasi, ich nenne es jetzt mal, für umsonst bekommst und dir dann was für umsonst weggenommen wird. Was bekommen ist schön, was weggenommen kriegen ist nicht schön. Natürlich. Das ist also halt eben ein dummes Gefühl. Ich möchte es auch nicht shit-talken oder so. Und für denjenigen, der sowieso Amazon Prime hat, weil er sich ständig Sachen auf Amazon bestellt, für den ist Twitch Prime auf jeden Fall noch ein schöner Zusatz. Keine Frage. Ich brauch's nicht. Ich hatte Prime nur für Twitch Prime und ich. Und Twitch Prime nicht wegen den ganzen günstigen Spielen, die ich sowieso schon in meiner Steam-Bibliothek habe. Free Games meine ich. Und auch nicht wegen den ganzen PUBG-Skins, sondern keine Werbung. Das war der Grund für Twitch Prime für mich. Deswegen, also, ja, keine Ahnung. Gekündigt. Guck gerne Werbung. Deine eigene. Nee, ich guck gerne Werbung. Ich nicht. Was wäre ich für ein schlechtes Vorbild, wenn ich selber Werbung drehen würde und keine Werbung gucken würde? Ich guck gerne Werbung. For free. Firmen bezahlen, dass andere Leute Geld verdienen. Und ich muss mir das nur 3 Sekunden angucken. All good in the hood. Ich habe nichts gemacht, außer geguckt. Bin ich absoluter Befürworter für. Was kacke ist, ist, dass die Scheiße laut ist. Das ist kacke. Das sollten sie fixen. Ansonsten. Ich meine, um eine Lanze zu brechen für Prime, wenn du nach 30 Tagen immer dran denkst, deinen Prime-Sub zu erneuern, bekommst du im Prinzip, wenn du jährlich bezahlst zumindest, Amazon Prime kostenlos zu den ganzen Subs, die du sowieso bezahlen würdest, dazu. So gesehen. Weil, was kostet Amazon Prime momentan im Jahr? 65 Euro? Weiß nicht. Knapp irgendwas zwischen 60 und 70, glaube ich, ja. Euro. Wenn du das runterrechnest auf die Monate, da ist ja kaum noch was und kriegst trotzdem halt immer noch Amazon Prime. Mit Video und Musik. Musik. Gut. Ja, ne? 69 Euro, okay. Kann sich also auch rechnen. Muss halt nur immer pünktlich daran denken, deinen Prime-Sub zu verlängern. Damit es sich lohnt. Ja, das ist ja, kannst du ja kaum vergessen. Das ist ja. Ja, mittlerweile. Kennen Sie schon das neue kostenlose Feature von Amazon? Drücken Sie oben auf Abonnieren, dann können Sie ein Stream eher mal kostenlos nehmen. Ich kann es nicht mehr hören. Leute sollten endlich mal kreativ werden. Also, man kann es ja gar nicht mehr vergessen. Aber es ist ja auch. Prime war ja auch eine Entwicklung, das ist genauso wie Geschenk des Subs, wo es immer gefährlicher wird, Fulltime zu gehen.
weil du überhaupt nicht mehr kalkulieren kannst. Es ist völlig außer Kontrolle geraten, wie viel Geld du nächsten Monat haben wirst. Was ich übrigens mittlerweile unglaublich abgespaced finde. Weil sei es September, sei es diese Geschenkefunktion, sei es Twitch Prime, ey, das kegelt, das sind drei Zahlen, die du nicht kontrollieren kannst. Du kannst normale Subs, konntest du früher rechnen, da war nicht so eine große Inflation. Wir reden halt mittlerweile von Inflationen von 1000 Subs im Monat. Die können nächsten Monat einfach weg sein. Du redest davon. Ha? Ich würde gerne darüber reden, über eine Inflation von 1000 Subs. Ja, dann nimm halt 100 oder 50 oder 20. 10. Oder 10. Und das ist halt, ich finde es mittlerweile echt schwierig, muss ich sagen. Und der ganze Vibe, also ich sag mal, mein Ständer wird immer schlaffer irgendwie aktuell für Twitch. So. Ist halt wirklich so, mein Ständer wird echt immer so, juhu, neues Money Feature, yay. Oh, warte mal, was? Ich wollte ein Panel einfügen. Oh, schade, das geht nicht. Hm, das ist ja ärgerlich. Oh, hey, gucken. Alle können Werbung gucken. Cool, ich verdiene noch mehr Geld folgst. Jetzt. Oh, yay. Kaputt. Cool, nice. Okay. Also ich hoffe mal, dass da irgendwie mal wieder die Kurve gekriegt wird. Das würde ich mir sehr wünschen. Das würde ich mir wirklich sehr wünschen, dass da mal wieder jemand kommt, der das Ding ein bisschen an sich reißt und das Ruder irgendwie ein bisschen dödelt, weil nämlich die Leute, die dahinter arbeiten, sind alle nett und gut und schön. Trotzdem, das nach außen wirkende Bild ist einfach so. Und das kann man ja ruhig machen, weil Geld verdienen ist nichts Schlimmes, aber es sollte es nicht so dominant sein, finde ich. Und es ist einfach zu dominant geworden mittlerweile. Also in allem ist es dominant geworden. Sei es, dass wir auf der Twitch-Bühne dass wir beim Twitch-Stand eine gesponserte Bühne von Axe haben. Hä? Naja, besser als keine Bühne. Weil eigentlich war der Plan gar keine Bühne. Nee. Noch eine zweite. Ach so, eine zweite. Eine zweite hinten dran. Also irgendwie, weiß ich nicht, ich finde es sehr komisch aktuell, die Entwicklung so. Guck mir das gerne noch ein bisschen an. Ich finde es trotzdem aktuell sehr, 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 sehr gefährlich. So. Ja. Ist auch gefährlich für Twitch, weil andere Plattformen wachsen nebeneinander. Manche, über die wir hier lachen, manche, wie Sleth gerade angesprochen hat, eben, die theoretisch die Möglichkeit hätten, sehr, sehr schnell, sehr, sehr krass zu wachsen. Und ja. Gut, Partner sind gebunden, die jetzt nicht so. Und wenn die Basis wegbricht, dann bricht einiges ab. Wie man an YouTube zum Beispiel sieht. Ich meine, das Schöne im Vergleich zu YouTube ist, dass der Dialog immer noch stattfindet auf Twitch. So, du kannst tatsächlich mit Twitch reden. Egal, was ein kleiner, also ja gut, ganz kleine Larrys vielleicht nicht, aber halt einigermaßen kleine Larrys können mit Twitch reden. Das geht bei YouTube schon seit Jahren nicht mehr. So, da interessiert niemanden mehr. Wenn irgendwann. Ja, was denn? Warum schüttelst du deinen Kopf? Das ist halt wieder sowas, was völlig zum Thema gar nicht passt. Hauptsache erstmal irgendwas geschrieben. Achso. Deswegen habe ich so. Ja. Deswegen, ich hoffe, dass das immer bleibt. So, die Kommunikation mit den Creatoren. Die halt auf YouTube mittlerweile gar nicht mehr da ist. Da kann man sagen, was man will und es wird halt alles ignoriert. Was? Nochmal, Entschuldigung. Bei Dings jetzt, bei der anderen Plattform, meinst du? YouTube. Ah, ja, okay. Meine Larry ist mit schlaffen Dingen, so sieht's aus. So. Okay, ansonsten waren das die Twitch. Jo. Piep, 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 piep. Haben wir Streamer der Woche? Was? Haben wir Content Creator der Woche? Haben wir vergessen. Oh. Ja. Heide Witziger, dass das nochmal passiert. Also ich habe auch so das Gefühl, heute war nicht unsere Episode. Warum nicht? Gefühl, also meine war es heute nicht.
War heute nicht. Entschuldigung, Chat. Meine Episode war es heute nicht, definitiv. Ich weiß nicht warum. Ich bin bei JRPG, glaube ich, immer schon so und das zieht sich dann immer durch, Verzeihung. Das ist nicht mal böse, wie ich das vorhin schon sagte. Content Creator der Woche, puh, wenn ich mal so überlege, wen habe ich mir da reingezogen? Ich weiß gar nicht, ob ich den schon vorgeschlagen habe, aber ich hätte... Twitch-Channel? Keine Ahnung. Ich hätte tatsächlich jemanden, und zwar den H-Bomber-Guy. Da ist der Link. Okay, also... Können wir jetzt zwar nicht zeigen im Stream, aber... Ich würde euch auch gerne noch was empfehlen, ja. Die habe ich gestern gefunden, und zwar heißen die cinecom.net. Und wer sich ein bisschen für Videos interessiert und Videoschnitt und lauter solchen Philippans, die Jungs sind aus Belgien und die sind cool so. Die decken Zauberer auf. Die erklären euch, wie Special Effects funktionieren und sowas alles. Finde ich sehr cool. Kann ich euch nur ans Herz legen, damit wir nicht wieder einen Fotografen haben wie letzte Woche. Sonst kriegt ihr immer nur Fotografen. Kann ich jetzt auch noch ein paar Worte zu meinem Content Creator sagen? Achso, ich wollte jetzt eigentlich nicht. Ja, gut. Weil, H-Bomber Guy ist ein cooler Typ. Kann ich nur empfehlen. Der spricht nicht nur über Videospiel. Related, wollte ich jetzt sagen. Verbundene Sachen, sondern auch ein bisschen Gesellschaft und so. Also jetzt hat er gestern ein Video rausgebracht, wo er über Speedrun spricht und warum er es toll findet. Aber er spricht zum Beispiel auch über die klassischen Lebensprobleme, wie man H.P. Lovecraft zum Beispiel lesen kann und trotzdem wissen kann, was für ein Rassist er war, zum Beispiel. Und solche Sachen. Also er schneidet auch ernste Themen an. Ich mag ihn sehr, weil er halt wirklich down to earth und sehr ernst ist, aber trotzdem das Ganze spaßig verpackt. Englischsprachig natürlich. Soll ich? Gerne. Ist ganz was anderes, aber wenn ihr tatsächlich auch mal sowas nimmt, nehme ich es auch. Vor zig Jahren irgendwann mal angefangen mit Adobe-Produkten zu arbeiten und rumgeguckt, wo man halt eventuell Tipps und Tricks bekommen kann. Und fündig geworden bin ich bei Terry White. Der macht, finde ich, ziemlich gute Tutorial-Videos zu sämtlichen Produkten der Adobe Creative Suite Palette, streamt auch teilweise auf dem Channel von Adobe und ihr findet den da auf seinem YouTube-Kanal. Wenn ihr selbst die Produkte nutzt, irgendwelche Kniffe halt sucht, guckt einfach bei dem rein, einfach irgendwie verschlagwortet ist ziemlich viel. Über die Suche findet man dann meistens halt ein Tutorial, was weiß ich, wie kann man irgendwas auskeyen oder wie kann man irgendwie was mit Ebenen machen, whatsoever. Der hat mir halt in vielen Situationen damals schon geholfen, um mich in diese Produkte halt einzuarbeiten, was ich halt eben nicht so in der Ausbildung damals gelernt hatte. Cooler Dude, kann man sich angucken, wie er streamt auch, wie er auf dem Adobe Channel live ab und zu und ja, Empfehlung geht raus, mir da halt geholfen. Ich schau kein YouTube. Ich hab Holy Genie. Eine sehr intelligente, adrette junge Dame, die in London lebt und aus der Marketingbranche kommt und der ich privat sehr gerne, also in ihren IRL-Streams sehr gerne zuhöre. Sie spielt viel PUBG, aber unterhält sich eben auch vorher sehr lange mit der Community. Kenne ich schon fast ein Jahr und da kann man mal reinschauen. Sehr sympathisch. Spielt gerade Scam. Ich glaube, wir haben noch nie so schnell Content Creator der Woche gefunden. Das stimmt. Wir sollten es immer spontan machen. Wollte ich gerade sagen, vielleicht sollten wir das jetzt immer so machen. Jetzt mal ohne Witz, weil wir haben das jetzt 70.000 Folgen so gemacht. Vielleicht sollten wir das wirklich einführen. Ihr lacht, ich meine das ernst. Es wird mal wieder Zeit für was Neues. Oder, Chat? Nein. Oh, entschuldigt. Hast du gerade Nein gesagt? Ja, ich habe Nein gesagt. Okay, ich bin lieber vorbereitet. Du denn schon ja, zehn heute. Aber ich bin auch lieber vorbereitet. Du, Sammy, du darfst, was heißt du darfst? Du schneidest ja schon jetzt hier unseren Content am Montag.
Das heißt, die Stimme fällt schon mal weg, weil du bist ja beschäftigt mit deiner Thematik jetzt. Also, und der Rest so? Hat keine Meinung. Mir ist das egal. Ich kann geplant, ich kann spontan. Wie ihr wollt. Ich fand's heute anders als Dizzy sehr schön. Dann fange ich mal damit an. Ich hatte Spaß, mal wieder einen stinknormalen Spoiler-Alert zu machen, wo wir einfach mal über Spiele reden. Und zwar Spiele, die im nächsten Monat rauskommen, wo ich mich wieder drauf freuen kann und diese Liste im nächsten Monat dazu verwenden kann, um wieder vernünftige Spiele zu finden, die ich streamen kann. Deswegen hat es mir heute sehr viel Spaß gemacht. Ich danke euch allen fürs Zuschauen und allen fürs Mitmachen und ich freue mich schon darauf, morgen den Trailer fürs nächste Mal zu machen, denn der nächste Plankenschnack folgt schon nächsten Sonntag. Wir haben da nämlich was ganz Besonderes vorbereitet. Aber mehr dazu morgen im Video auf Twitter. Folgt uns auf Twitter. Und wir haben eine Sondersendung. Genau. Eine sehr, sehr schöne Sondersendung, auf die ich mich sehr, sehr freue. Worum es da wohl geht? Am 9.09. Ja, 9.09. Dann sage ich 9.09. Auch danke fürs Einschalten. Ich durfte über Spiele reden, die ich mich sehr freue. Wir kommen diesen Monat, nächsten Monat oder in naher Zukunft über die Gamescom. War mir ein Fest. Wie gesagt, viele coole Dinge dabei. Freue mich, dass ich die alle spielen kann. Und ansonsten bin ich gespannt, was dann bei der nächsten Sondersendung kommt. Ja, es wird eine Sendung nur über Nintendo und JRPGs. Rip. Rip. Also sagen wir mal so, es wird um alte Spiele. Ich darf nichts Böses sagen. Wahrscheinlich. Wobei, ich ja nicht mal was Böses. Ich sag, okay. Sind wir uns eigentlich gerade am Verabschieden? Ich bin mir gerade so unsicher. Ja. Sind wir schon noch. Gut. War schön mit euch. Bis zum nächsten Mal. Schlaf gut, Sali. Ja, gute danke. Besserung. Man merkt es, oder? Ich sag so ein bisschen in mich ein. Es ist... Von der Sonne, es hat mich sehr gefreut, dass ihr an der 74. Japan-Ausgabe des Plankenschnacks teilgenommen habt und richtig Souls-like alle Spiele gedodged habt und mit mir hier gesessen habe. Nein, Spaß beiseite. Dankeschön fürs Zugucken, Freunde der Sonne. Wir sehen uns am 9. wieder zur Sondersendung. Freue mich drauf. Es wird sehr, sehr gut. Also, das wird wirklich sehr, sehr gut. Doch. Ihr habt diesen Monat drei Plankenschnacks und nächste Woche ist ja quasi, mussten wir extra reinschieben. Dankeschön an Slabby, der richtig frischen Wind in die Twitter-Videos bringt. Da solltet ihr definitiv vorbeigucken, denn die haben meistens sehr viel Humor. Das ist wirklich eine der wenigen Sachen. Das klingt falsch. Das ist eine der Sachen, die Slabby sehr, sehr gut kann. Also geht auf Twitter und guckt euch das an. Humor ist frisch. Uff. Da haben andere schon Karrieren drauf aufgebaut. Ich habe das weniger extra gestrichen, damit es nicht so schlimm klingt. Ich habe mich trotzdem drauf bezogen. Was? Ich habe mich trotzdem drauf bezogen. Echt doch. Die sind gut. Tschüss. Schönen Sonntag noch. Tschüss. Hab euch lieb.